Guten Tag, herzlich willkommen in Naumburg. Ich begrüße Sie zur Bundeskonferenz Sexuelle Bildung und Flucht hier in den Räumen des Bundessprachenamtes im Festsaal. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme, entspannte Anreise. Uns erwarten zwei interessante Tage mit einem vielfältigen Programm und dies alles zu einem sehr wichtigen Thema. Zu Beginn noch ein Hinweis, es wird Fotoaufnahmen und Videoaufnahmen geben. Sie sehen schon, da ist einiges an Technik aufgebaut. Wer nicht mit auf ein Bild möchte, den würde ich bitten, jetzt zu Beginn vielleicht in eine der hinteren Reihen zu gehen und sich dort am Außenrand eher zu platzieren, dass Sie im Bild sind. Kegelwettbewerb? Gut, okay. Ich möchte als erstes einige unserer Gäste persönlich begrüßen. Ich beginne mit Herrn Marcin. Herr Marcin ist Leiter des Sprachenzentrums Ost und Hausherr hier im Bundessprachenamt in Naumburg. Vielen Dank, dass wir in Ihrem Haus zu Gast sein dürfen und herzlich willkommen auf unserem Kongress, Herr Marcin. Als zweites möchte ich Herr Ulrich begrüßen. Herr Ulrich ist Landrat des Oberlandkreises. Herr Ulrich wird da noch ein Grußwort halten und sicher noch einiges zum Zustandekommen der Tagung und zu den Projekten, die im Oberlandkreis in den letzten Jahren entstanden sind, sagen. Aber es sei schon mal vorausgeschickt, dass der Oberlandkreis hier in den letzten Jahren sehr engagiert und progressiv mit diesem Thema sexuelle Bildung und Flucht umgegangen. Weiter in dieser Runde möchte ich Professor Dr. Voss begrüßen von der Hochschule Merseburg. Ihr seid auch bereits auf die gelungene Kooperation zwischen dem Oberlandkreis und der Hochschule hingewiesen. Ich denke, dies ist ein auch Vorzeigebeispiel für Best Praxis, wie Theorie-Praxis-Dialog zwischen Hochschule und Verwaltung und auch sozialer Arbeit in der Praxis laufen kann. Und dies zeigt sich eben in den Projekten, die im Oberlandkreis entstanden sind. Und das wird heute und morgen ja auch auf dieser Tagung ein Stück gewürdigt. Susi Möbeck, die Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt, übermittelt viele Grüße. Sie wollte heute an sich hier anwesend sein, aber da sie gerade mit Klärungen zu wichtigen Haushaltsfragen beschäftigt ist, lässt sie sich entschuldigen und kann heute leider nicht nach Naumburg kommen. Aber wir sollen viele Grüße übermitteln vom Ministerium und ein gutes Gelingen dieser Tage. Frau Möbeck hat auch ein Grußwort geschickt. Dieses Grußwort liegt unten aus bei dem Markt der Möglichkeiten. Also wer das gerne einsehen will und lesen will, der kann das dann gerne in der Pause noch tun. Ich möchte an dieser Stelle ebenfalls, wenn auch nicht namentlich, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Oberlandkreises begrüßen und ihnen für die geleistete Arbeit danken. Gerade in der Vorbereitung, Organisation dieser Tagung wurde hier viel Arbeit geleistet. Auch dafür vielen Dank und herzlich willkommen auf dieser Tagung. So eine Tagung ist ja auch immer mit Finanzen verbunden und auch vielen Dank an die Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt und die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, die beide diese Tagung auch finanziell mit unterstützen. Was in eigener Sache. Sie sehen, vor Ihnen steht nicht Ann-Marlene Henning, die ja im Tagungsprogramm angekündigt ist. Frau Henning ist leider gesundheitsbedingt ausgefallen, lässt sich entschuldigen. Daher habe ich die Moderation heute übernommen und werde Sie durch diesen Tag führen, begleiten. Mein Name ist Thorsten Linke. Ich arbeite an der Hochschule Merseburg in einem Forschungsprojekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Traumatisierung und bin mit dem Thema sexuelle Bildung auch seit mehreren Jahren beruflich sehr eng befasst. Dass ich heute hier stehe, ist zwar einem Zufall geschuldet,
aber vielleicht noch eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Vor 2,5 Jahren, im Januar 2017, hat mich eine Mail erreicht von Damaris Berger, die Leiterin des Bildungsbüros im Burgenlandkreis. Und darin war die Anfrage formuliert, ob es nicht eine Kooperation zwischen Burgenlandkreis und Hochschule zu diesem Thema geben könnte. Ich hatte dann die Ehre, das kommentiert an Heinz-Jürgen Voss weiterzugeben. Daraus ist diese Kooperation entstanden und dass ich heute hier stehe und moderieren darf, ist auch so ein bisschen, wie man sagt, da schließt sich also auch für mich ein Kreis in dieser ganzen Geschichte. Mit Blick auf die Tagesordnung möchte ich jetzt gerne zu den Grußworten überleiten. Bitte als erstes Herr Ulrich auf das Podium und darum als Landrat des Burgenlandkreises sein Grußwort an uns zu richten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, können Sie mich hören? Ja, wunderbar. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Voss, sehr geehrter Herr Martin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie zu dieser Bundeskonferenz Sexuelle Bildung und Flucht begrüßen, nicht nur im Namen des Burgenlandkreises, sondern Sie haben es gehört, auch im Namen der Hochschule Merseburg. Wir sind hier zu Gast in der ehemaligen Kaiserlichen Kadettenanstalt Naumburg. Das Gebäude wurde zwischen 1896 und 1900 errichtet, und zwar als 8. und auch letzte preußische Kadettenanstalt. Heute beherbergt es einerseits das Referat S15, heißt es, glaube ich, Herr Matsch, ist das richtig? Ja? S15 des Bundessprachenamtes. Das ist also eine Bundesoberbehörde in der Verantwortung des Bundesministeriums der Verteidigung. Und hier wird also Sprachunterricht für Angehörige der Bundeswehr, der Bundespolizei, anderer Oberbehörden und auch Landesbehörden durchgeführt. Und es kommen auch ausländische Angehörige ausländischer Streitkräfte hierher, um Deutsch zu lernen. Und zurzeit sind hier Gäste, Lehrgangsteilnehmer aus Jemen, aus Aserbaidschan und aus Kasachstan. Deshalb möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Martin, als Leiter des Sprachenzentrums Ost bedanken, dass wir in diesem wunderschönen Gebäude, wo ich immer das Landratsamt des Burgenlandkreises am liebsten drin sehen würde, sein dürfen. Und hier sind wir nicht nur in diesem Bundessprachenamt, sondern Sie haben es vielleicht unten am Eingang gesehen, hier gibt es auch noch die Bundeswehr-Fachschule in Naumburg, in diesem Areal. Der Standort hat eine sehr wechselvolle Geschichte, wie das mit solchen Gebäuden natürlich ist. Einmal, ich hatte es erwähnt, die Kadette, dann ab 1920 keine Kadette mehr, weil der Versailler Friedensvertrag das nicht mehr gestattete, und es entstand eine sogenannte staatliche Bildungsanstalt, Stabila. Da würde man heute eher ein Programm aus dem zweiten Arbeitsmarkt dahinter vermuten, aber es heißt Stabila, in der ehemalige Kadetten oder auch Söhne von gefallenen Kriegsteilnehmern zum Abitur geführt wurden. Und aus der Stabila wurde dann 1934 eine NAPOLA, eine nationalpolitische Erziehungsanstalt. Die zweite hier in unmittelbarer Nähe, denn auch in Schulpforta, wir sind wenige Kilometer von Schulpforta entfernt, war das so. In DDR-Zeiten war dann hier, um nur ein Beispiel zu nennen, von 1956 bis 1960 die erste und einzige Kadettenanstalt der Nationalen Volksarmee, die vom späteren DDR-Ministerpräsidenten, er war auch mal Staatsratsvorsitzenden, Willi Stoph, eröffnet wurde. Und heute nun in dieser Historie die erste Bundeskonferenz Sexuelle Bildung und Flucht. Diese Konferenz ist aus meiner Sicht doppelt bemerkenswert. Erstens, es ist ein Kooperationsprojekt eines Landkreises und eines sehr ländlichen Landkreises und einer Hochschule. Das kommt selten vor. Und zweitens, es ist eine Veranstaltung zum Thema sexuelle Bildung im Kontext Flucht, ein Thema, über dessen Notwendigkeit zwar oft und viel geredet wird, aber in der Regel recht wenig getan. Der Burgenlandkreis ist nach meinem Wissen jedenfalls bislang der einzige Landkreis, der einerseits ein umfassendes Konzept zur sexuellen Bildung im Kontext Flucht erarbeitet hat
und es umsetzt. Als das Vorhaben im Frühjahr 2017 in einer Gremiensitzung vorgestellt wurde, meinte eine Teilnehmerin: Ich sage Ihnen, das funktioniert nicht, die Flüchtlinge werden nie über das Thema reden. Nun, wir können heute behaupten, es hat funktioniert und ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie und warum. Als Landkreis erfüllen wir vielfältige Aufgaben im Bereich der Migration. Das Landratsamt ist sozusagen die Scharnierstelle im Bereich Ausländerbehörde, Unterkunftsverwaltung, Asylbewerberleistung und eben auch Integration. Seit 2015 kümmert sich ein Team von Integrationspädagoginnen und Integrationspädagogen um die Belange der Migrantinnen und Migranten. Im April 2018 haben wir als bundesweit vorzeigbares Modell unsere Migrationsagentur eröffnet, in der alle Fachbereiche zum Thema Migration gebündelt in einem Gebäude unter einer Organisation zusammenarbeiten. Zu den Sachgebieten Ausländerbehörde, Asylbewerberleistung, Unterkunftsverwaltung und Integration kam dann also das Jobcenter, die Agentur für Arbeit, das Wirtschaftsförderamt, das Jugendamt, die Volkshochschule, die Bildungskoordination, der Kreissportbund und auch die Ehrenamtskoordination in diese Organisation und in dieses neue Gebäude dazu. Ziel ist es, Wege zu verkürzen für die Migranten auf der einen Seite, aber auch für die Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Prozesse zu vereinfachen und natürlich Integration damit auch effektiver zu organisieren. Mit dem Thema sexuelle Bildung und Flucht haben wir ebenfalls Neuland betreten. Es war und bleibt eine spannende Reise für uns als Landkreis, für meine Kolleginnen und Kollegen im Amt für Bildung und in der Migrationsagentur. Die haben dort, glaube ich, auch viel dazugelernt und vier wichtige Erkenntnisse möchte ich Ihnen heute nennen, möchte sie ansprechen. Erkenntnis Nummer 1. Manchmal lohnt es sich, einfach anzufangen. Anstöße, mit den Geflüchteten auch zum Thema Sexualität ins Gespräch zu kommen, gab es mehrere. Einer war ziemlich profan, es war ein Artikel im Spiegel, in dem berichtet wurde, wie ein bayerischer Sozialarbeiter das Thema in einer UMA-Einrichtung zur Sprache bringt. Im Burgenlandkreis selbst gab es im Verlauf der Jahre 2016 und 2017 mindestens zwei erhebliche Akte sexueller Gewalt, vermeintlich durch Geflüchtete, in einem Fall auch durch Geflüchtete an Geflüchteten. Und da haben wir uns natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht, wie man solchen Vorfällen begegnen kann. Umgekehrt will ich aber auch sagen, worin nicht unsere Motivation bestand und besteht. Wir haben keinen geheimen Auftrag, den Geflüchteten jetzt mal gründlich zu erklären, wie das bei uns in Deutschland so läuft. Wir wollen also niemanden sexuell auf Linie bringen oder von seiner Linie abbringen. Vielmehr gab es Überlegungen, dass es im Leben von neu zugezogenen Menschen um mehr geht als Arbeit und Sprache und dass Integration auch eben mehr ist als Deutsch zu sprechen und zu arbeiten. Wir glauben, dass ein Rahmen, in dem man auch über Sexualität, Geschlechterrollen und Partnerschaft sprechen kann, das Ankommen erleichtert. Integration heißt aus meiner Sicht, dass man als Ankommender oder Ankommende sich mit allen sexuellen Ausformungen in der Aufnahmegesellschaft nicht identifizieren muss, sie aber kennen soll. Damit können Vorurteile gegenüber und Ängste vor der anderen Kultur abgebaut werden. Sexuelle Bildung und sexuelles Wissen sind aus unserer Sicht Schlüsselthemen, die anderes nach sich ziehen. Spracherwerb und Arbeit sind einfacher möglich, wenn man Ängste vor der Aufnahmegesellschaft abbauen kann. Am Anfang des Projektes stand eine zweitägige Fortbildung für Führungskräfte zu den Themen interkulturelle Kompetenz und sexuelle Bildung. Aufgrund der großen Nachfrage führten wir die Fortbildung dann dreimal durch und hatten schließlich 60 Fachkräfte fortgebildet. Dann folgten zweieinhalbtägige Inhouse-Fortbildungen für die Fachkräfte in den
stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen also die unbegleiteten Minderjährigen wohnen. Im Sommer 2018 schließlich bekam unser Team vom Bundesministerium des Innern einen Preis und mit dem Preis auch 10.000 Euro ausgereicht. Im Herbst 2018 begann dann eine insgesamt 10-tägige Schulung für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Das waren Menschen mit und ohne Migrationshintergrund aus unserem Landkreis, die Interesse hatten, mit Geflüchteten Workshops zur sexuellen Bildung zu gestalten. Und sie führten bisher 4 mehrtägige Kurse für Migrantinnen durch. Mehr sind in Planung auch für Migranten. Heute können wir sagen, es hat sich gelohnt anzufangen, vielen Bedenken zum Trotz. Erkenntnis Nummer 2, Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis tut gut. Zu Beginn des Projektes war uns schnell klar, dass wir Hilfe brauchen. Im Bereich der Jugendhilfe, auch im Bereich der Migration, arbeiten auch aufgrund des Fachkräftemangels gerade im ländlichen Bereich auch Quereinsteiger und die institutionellen Fachkompetenzen zum Thema sexuelle Bildung und Migration sind sicherlich ausbaufähig. Und deshalb fanden wir dankenswerterweise Unterstützung bei Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Dr. Voss von der Hochschule Merseburg als Lehrstudienhaber für Sexualwissenschaften und sexuelle Bildung, haben Sie für uns, mit uns, eine Broschüre entwickelt, sexuelle Bildung in Einrichtungen, ein intersektionales und interkulturelles Rahmenkonzept. Und Frau Heine begleitete uns als freie Referentin durch alle Fortbildungen. Es ist eine aus meiner Sicht sehr gelungene Zusammenarbeit, für die ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken möchte. Und selbstverständlich scheint solche Zusammenarbeiten nicht unbedingt zu sein, denn wir hörten auch von verschiedenen Seiten, dass einige Referentinnen und Referenten, gerade aus Großstädten, nehmen wir an, da sind auch einige unter Ihnen, nicht so gern mit dem ländlichen Raum zusammenarbeiten würden, die Fahrtwege sind zu weit, die Teilnehmer nicht sensibilisiert genug. Da treffen schon, meine Damen und Herren, parallele Welten aufeinander, Stadt und Land und Wissenschaft und Praxis. Gerade die jüngste Diskussion, ich weiß nicht, ob Sie sie verfolgt haben, aus dem Institut für Wirtschaftsforschung und benachbarten Halle von Professor Kropp, der natürlich als Wirtschaftswissenschaftler hier spricht zum Verhältnis von Stadt und Land und der Forderung, die Zentren weiter zu stärken und den ländlichen Raum zumindest teilweise aufzugeben, zeigt, wie aktuell das Thema ist und wie viel wir doch in dieser Zusammenarbeit in diesen städtischen und ländlichen Regionen noch tun müssen. Und ich wünsche mir deshalb an dieser Stelle mehr Kooperation wie zwischen dem Burgenlandkreis und der Hochschule Merseburg. Und ich wünsche mir auch ein größeres Bewusstsein dafür, dass auf der anderen Seite eben auch Menschen sitzen mit allen Fehlern, die sie haben, auch im ländlichen Raum. Erkenntnis Nummer 3. Man kann mit Migrantinnen und Migranten über Sexualität sprechen. Zu Beginn des Projektes hatten wir im Burgenlandkreis die Überzeugung, dass sexuelle Bildung wichtig ist, aber mehr noch als Überzeugung hatten wir Respekt vor der Thematik. Ist es nicht übergriffig, mit Menschen über so intime Themen zu reden? Macht man das, ohne selber rot zu werden? Und laufen vor allen Dingen die Migrantinnen und Migranten vielleicht weg? Und erreichen wir sie dadurch vielleicht auch nie wieder. Wir verfielen erstmal auf die Lösung für die Workshops zur sexuellen Bildung, externe Referentinnen und Referenten einzuladen und das dann für uns machen. Dann wurde uns im Projektverlauf aber klar, dass es erstens gerade im ländlichen Raum viel zu wenig spezialisierte Referenten gibt und wir zweitens auch als Landkreis nicht über unendlich viele Mittel verfügen, die alle zu bezahlen, also die Honorare meine ich. Wir kamen also nicht umhin, eigenes Personal vorzubilden und einzusetzen. Und das hat funktioniert. Das werden uns dann Frau Limpert und Frau Schifridi noch in speziellen Beiträgen ganz praxisnah berichten. Zu hören, wie euphorisch sowohl die Teilnehmerin als auch die Integrations-
Pädagoginnen nach den ersten Workshops waren. Das ist für uns, glaube ich, eine sehr schöne Bestätigung, für Sie eine sehr schöne Bestätigung des Projektes. Ja, und Erkenntnis Nummer 4, die letzte: Sexualität ist kein Randthema. Das müsste ich Ihnen nicht sagen als Laie. Aber als Landrat kann man sich für die Öffentlichkeit sicherlich griffigere Themen vorstellen als sexuelle Bildung für Geflüchtete. Und ich bin natürlich schon sehr gespannt auf die Anfragen der einschlägigen Fraktionen im Landtag und im Kreistag nach dieser Tagung, nach ihren Kosten und ihrem Sinn. Meistens wird sexuelle Bildung als Randthema angesehen, dass man kurz auch, wir machen ja viele Integrationskurse, dort erwähnt, bevor man sich dann wieder wichtigen Themen wie zum Beispiel der Mülltrennung widmet. Im Laufe des Projektes wurde meinen Kolleginnen und Kollegen dann aber klarer, dass Sexualität richtig verstanden kein eindimensionales Thema ist, das man mit Hinweisen auf körperliche Vorgänge und Verhütung abhandeln kann. Stattdessen geht es um Liebe, Partnerschaft, Werte, Normen, Geschlechterrollen, Selbstbestimmung. Diese Themen haben wiederum Auswirkungen auf andere Lebensbereiche wie Gesundheit, Familie, Arbeit. Die Debatte über Migration wird gern mit groben Vereinfachungen geführt. Migranten erscheinen als Asylbewerber oder auch als willkommene Arbeitskräfte. Und ich gebe zu, dass ich in den Einwohnerversammlungen in meinem Landkreis gern über die wirtschaftliche Bedeutung von Migration spreche, weil es einfach einfacher ist, die Teilnehmer unter diesem Gesichtspunkt für das Thema zu gewinnen und man schneller Zustimmung erhält. Es ist sowohl für die Gesellschaft als auch für mich persönlich viel anstrengender, statt dieser vereinfachten Bilder den ganzen Menschen zu sehen. Und ich denke aber, dass es keine Alternative gibt, wenn Integration gelingen soll. Zum Schluss bleibt mir, meine Damen und Herren, Ihnen interessante 2 Tage zu wünschen und ich hoffe, dass Sie am Freitagnachmittag dann gestärkt und bestärkt mit vielen neuen Ideen nach Hause fahren. Und ich hoffe natürlich auch, dass Sie, das ist eigentlich ja die Aufgabe eines Landrates und eines Grußwortes, die Region vorzustellen, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, dass Sie die Region, zumindest Naumburg, unsere neue UNESCO-Welterbestadt mit dem Dom, noch kennenlernen. Da wünsche ich Ihnen heute Abend sehr viel Spaß und ich danke Ihnen, dass Sie meinem langen Grußwort so geduldig zugehört haben. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Grußwort, für die einführenden und ahmenden Worte. Ich denke, das ist schon ganz gut deutlich geworden, was im Burgenlandkreis auch in den letzten Jahren hier geleistet wurde. Mit Blick auf die Tagesordnung stehen jetzt 3 spannende inhaltliche Vorträge an und danach eine Pause. Deshalb möchte ich jetzt die Zeit nutzen. Herr Ulrich hat ja schon gerade den Dom angesprochen, noch ein paar organisatorische Dinge zu nennen. Als erstes ganz wichtig, das betrifft dieses Haus. Im Eingangsbereich dieses Hauses ist Rauchverbot, es gibt bestimmte Plätze, an denen Rauchen gestattet ist und ich würde Sie alle bitten, sich auch an die Haus- und Geländeordnung zu halten und dort zu rauchen, wo dies eben gestattet ist. Zur erwähnten abendlichen Führung durch Stadt und Dom, die Plätze sind begrenzt, also Sie sollten sich dann schnell entscheiden und es gibt noch freie Plätze. Die Anmeldung im Foyer nimmt also noch Anmeldungen für diese Führung auf, die werden 20.30 Uhr beginnen. Es wird jeweils eine Führung im Dom geben und eine Führung in der Altstadt von Naumburg. Und das ist für alle, die heute den Abend in Naumburg verbringen, denke ich, eine gute Möglichkeit, sich die Stadt auch aus kulturhistorischer Perspektive anzuschauen und sich auch nochmal im Gespräch eventuell mit anderen Teilnehmenden hier zu vernetzen. Und wer das erste Mal in Naumburg ist, kommt vielleicht nach diesem Rundgang zurück. Auch die Gegend um Naumburg, ich mache jetzt Werbung, Herr Ulrich, dass Sie nicht wollten, auch die Gegend um Naumburg herum ist wirklich sehr schön und da kann man auch schon mal ein paar Tage Urlaub machen. Ich möchte jetzt zu diesem inhaltlichen Teil überleiten und bitte als nächstes Professor Dr. Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg auf das Podium. Heinz-Jürgen Voss lehrt und forscht an der Hochschule Merseburg im Fachbereich Soziale Arbeit, Medien und Kultur. Und
hat dort die Professur für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung inne. Zu diesem Themenfeld liegen zahlreiche Veröffentlichungen von ihm vor. Und ebenso wurden von Heinz-Jürgen Voss in den letzten Jahren mehrere Forschungsprojekte zum Thema der sexuellen Bildung oder auch der Prävention sexualisierter Gewalt auf den Weg gebracht und betreut. Und ein wichtiger Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit und auch seines persönlichen Engagements richtet sich eben auch auf den Kontext Flucht und Migration im Zusammenhang mit sozialer Arbeit. Ich freue mich nun, den Einstiegsvortrag zum Thema sexuelle Bildung und Prävention sexualisierter Gewalt im Kontext Flucht an Heinz-Jürgen Voss übergeben zu dürfen. Ja, vielen Dank für die freundliche Ankündigung. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen bei so einer großen Konferenz mit vielen Fachexpertinnen aus unterschiedlichen Regionen in der Bundesrepublik, aber auch aus der Schweiz und aus Österreich. Vielen Dank für die sehr freundlichen Worte, Herr Ulrich, und auch nochmal vielen Dank an die sehr gute Arbeit, die hier im Burgenlandkreis schon gelaufen ist in dem Themenfeld. Ich möchte noch einmal betonen, dass es tatsächlich nicht um ein besonderes Thema eigentlich geht, sondern wir sind in ganz vielen Regionen mit ganz vielen Zielgruppen gerade an der Fragestellung Sexualität dran. Also wir haben zurück seit 2010 die vielen Aufdeckungen von sexualisierter Gewalt an Internaten in schulischen Kontexten. Die haben im Prinzip das Thema sexualisierte Gewalt nochmal neu zum Thema gemacht. Also seitdem gibt es ganz viele Anstrengungen in ganz vielen institutionellen Bereichen. Und das bedeutet auch, wenn wir über Prävention sexualisierter Gewalt sprechen, dann müssen wir überhaupt erstmal über Sexualität sprechen. Also wir brauchen erstmal gute Orte, wo über Sexualität gesprochen werden kann, damit auch möglicherweise problematische Erfahrungen, Grenzverletzungen, Übergriffe, sexualisierte Gewalt berichtet werden können. Und auch da arbeiten wir intensiv mit Fachexpertise zusammen. Deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass die Kollegin von Wildwasserhalle auch mit hier sind, tatsächlich die zentrale betroffenen Beratungsstelle, die auch für diesen Landkreis die Beratung und Unterstützung übernimmt. Also wenn Fachkräfte konkret Rat suchen, tatsächlich dort AnsprechpartnerInnen finden. Ich möchte das auch gerne immer als kleinen Werbeblock dafür verwenden, dass durch diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, durch dieses mediale Interesse, dadurch, dass sich Institutionen auf den Weg machen, natürlich auch mehr Nachfrage entsteht. Also Menschen vertrauen sich an, Menschen suchen konkret Rat, sie suchen Unterstützung, und die Arbeit kommt im Moment bei den gleichen Fachberatungsstellen an, die letztendlich aber nicht personell besser ausgestattet sind. Also insofern wird es zumindest als Landesaufgabe nicht nur für Sachsen-Anhalt so sein, aber auch für andere Bundesländer, dass tatsächlich hier personell etwas dringlich auch passieren muss. Das vielleicht kurz vorneweg, um wiederum auch das Thema ein Stück weit zu erden. Herr Ulrich hat das auch schon gemacht. Das ist eigentlich kein so besonderes Thema. Wir müssen eigentlich viel selbstverständlicher auch über Sexualität sprechen können, um tatsächlich auch Prävention sexualisierter Gewalt betreiben zu können. Ich habe mit Ihnen jetzt so ein bisschen ein paar Punkte vor, einmal noch im Anschluss an das Rahmenkonzept zu sexueller Bildung, da noch ein paar Dinge dazu erläutern, dann gerade auf die Fragestellung dann nochmal, also noch ein bisschen mehr auf das Konzept einzugehen, also erstmal Hintergrund sexuelle Bildung, dann mehr auf das Rahmenkonzept, und noch als dritten Punkt die Perspektive sexualisierte Gewalt, Prävention sexualisierte Gewalt dazuzusetzen. Das ist tatsächlich für dieses Rahmenkonzept und für die Arbeit daran nicht unser Hauptschwerpunkt gewesen, sondern das, weil wir tatsächlich erstmal den Rahmen eröffnen möchten, Sexualität zum Thema zu machen. Das war uns dabei wichtig, und eben auch den Stereotypen, die in der Bevölkerung mitunter vorhanden sind, gegenüber Leuten mit Migrations- oder mit Fluchterfahrung, also rassistischen Stereotypen, einmal zu begegnen und andererseits wiederum auch an Stereotypen von Fachkräften und auch in der sexuellen Bildung, Sexualpädagogik zu arbeiten. Also eigentlich ist es ein Armutszeugnis, erst seit 2015 sexuelle Bildung, soziale Arbeit in einem größeren Rahmen auf den Kontext Interkulturalität und Intersektionalität vorbereitet hat.
Mit Blick auf dieses Rahmenkonzept kann man schon vorher sagen, dass es tatsächlich auch für die großen Regionen, also auch für Berlin, Hamburg, München, es gibt tatsächlich im Moment kein besseres interkulturelles, intersektionales Rahmenkonzept. Es ist tatsächlich auch mit Unterstützung zum Beispiel von Senami Sodrugan, zum Beispiel von ICAT intersektionale Pädagogik aus auf den Weg gekommen. Es war gerade immer so die Schwierigkeit, Interkulturalität, Intersektionalität, gerade im Antidiskriminierungsbereich, da gibt es Kompetenzen, dann gibt es wiederum auf einer anderen Seite Kompetenzen in sexueller Bildung, Sexualpädagogik, aber diese Kompetenzen kamen nicht zusammen und das ist in diesem Konzept anders und das ist in der Arbeit hier im Burgenlandkreis an den Themenstellen anders. Also insofern, tatsächlich, wer noch nicht in das Rahmenkonzept reingeguckt hat, kann das gerne tun, also da kann man durchaus auch für andere Regionen gucken. Und es gibt auch unterschiedliche Anfragen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen. Einzelne Institutionen haben schon angefragt, ob sie das Rahmenkonzept auf die eine oder andere Weise übernehmen können und dann einfach an den regionalen Rahmen anpassen können. Da hatten wir auch Absprachen mit dem Burgenlandkreis, dass das prinzipiell möglich ist. Also kommen Sie dafür dann auch, wenn es andere Interessen noch gibt, auch gerne auf uns zu. Genau, sexuelle Bildung, eigentlich deshalb das vorangestellt mit dazu, ist, wenn wir der Weltgesundheitsorganisation folgen, ist tatsächlich Sexualität ein zentrales Grundthema. Sexuelle Gesundheit ist ein Grundrecht von Menschen und tatsächlich sexuelle Gesundheit, auch wie der Gesundheitsbegriff insgesamt, nicht als Abwesenheit von Krankheit verstanden, sondern tatsächlich als ein Ausleben, ein selbstbestimmtes Ausleben von Sexualität, ohne Zwänge, ohne sozusagen Begrenzungen, die sozusagen nicht zum Beispiel durch andere gesellschaftliche Regelungen zum Beispiel sinnvoll sind. Also tatsächlich, dass man sich selbstbestimmt auch ausleben kann. Hier sind einzelne Punkte, ich habe sie einfach auch kurz hervorgehoben, also körperliches, emotionales, mentales, soziales Wohlbefinden, ökonomische Fragen spielen eine Rolle. Also tatsächlich, es geht um Wohlbefinden und nicht nur um die Abwesenheit von Krankheit. Das bedeutet, Menschen haben ein Grundrecht auf Sexualität und wir müssen es tatsächlich auch gut durch Bildungsangebote mit bestärken. Und gerade in der Bundesrepublik Deutschland ist das Vertrauen zum Beispiel in eine schulische Bildung, insgesamt in eine institutionelle Bildung sehr hoch. Also jetzt in Umfragen zeigt sich immer mehr, also deutlich mehr als 85% der Eltern vertrauen zum Beispiel darauf, dass es in der Schule gute Sexualpädagogik gibt und dass da zum Beispiel auch gut Prävention sexualisierter Gewalt gelehrt wird. Das ist bisher wenig der Fall, da sind wir auch im Bundesland und auch bundesweit durch die Initiativen des UBSKM, also des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs bei der Bundesregierung, sind wir auf dem Weg tatsächlich, dass es in allen schulischen Kontexten die entsprechenden Angebote auch gibt. Zweiter Punkt ist das denn jetzt eigentlich mit geflüchteten Personen so ganz anders? Hier zwei aktuelle Studien, die darauf nochmal Hinweis geben, nee, es ist nicht anders, es sind eben altersangemessen die Fragen, die jeweils eine Rolle spielen, wen kann ich wie eigentlich kennenlernen. Wenn Sie sich an Ihre eigenen ersten Gehenversuche in Bezug auf Liebe und Sexualität erinnern, dann taucht auch da auf, wie kann ich denn jemanden ansprechen, ist es denn ein kleiner Liebesbrief oder wie kann ich auch jemanden anmachen, wo ist es übergriffig, wann ist es eine Grenzverletzung und wie lerne ich eigentlich, dass jemand Nein gesagt hat und dass ich tatsächlich darauf dann auch reagieren kann und tatsächlich dann auch, wenn ich zum Beispiel eine Grenze überschritten hatte, weil ich so ein bisschen zu deutlich war oder so, dass ich dann sage, nee, das war jetzt eine Grenze, hier ist ein Nein, darauf muss ich reagieren. Also tatsächlich, dass es eine Grenzverletzung ist, lernen wir gerade daran, dass wir auch immer mal im Sozialisierungsprozess auch Grenzen überschritten haben und dann tatsächlich lernen, nee, da war eine Grenze und ich muss, das geht so nicht und ich kann einmal auf Grenzen von anderen Menschen besser reagieren, aber ich kenne wiederum auch meine Grenzen selber wesentlich besser. Und dafür sind zum Beispiel auch Angebote sexueller Bildung dann unbedingt erforderlich.
in Bezug auf Zielgruppen in der Sexualpädagogik, auch in der sexuellen Bildung, haben wir erstmal gedacht, ach, jetzt sind ein paar mehr Geflüchtete da im Jahr 2015, was bedeutet das denn eigentlich? Ganz viel Unruhe auch erstmal drin, und dann könnte man auch erstmal sagen, in solcher Bildungsarbeit ein bisschen mehr Ruhe. Das sind auch alles Menschen, wir machen Arbeiten immer mit heterogenen Zielgruppen zusammen. Das bedeutet, wir müssen uns immer auf die Gruppe einlassen, die da da ist. Und es ist gerade unser Interesse in der Pädagogik, eine Gruppe selber zum Arbeiten zu bringen. Also wenn ich 20 Personen vor mir habe, dann sind da 20 unterschiedliche Perspektiven. Und wenn ich die produktiv zum Arbeiten bringe, dann ist uns allen geholfen, weil dann tauschen wir uns tatsächlich gut aus. Es hilft nichts, wenn ich einfach so einen Konferenzrahmen, ist immer ein bisschen anders, auch wenn man sozusagen einfach eine Wahrheit verkünden will oder ähnliches, aber das hilft am Ende nicht viel weiter, sondern es geht tatsächlich um die gemeinsame Arbeit an den Themenfeldern. Und da ist geflüchtete Personen, Leute mit Fluchterfahrung, ohne Fluchterfahrung, es ist immer eine heterogene Zielgruppe, und deshalb ist auch die Frage, also bei einigen Jugendlichen kommt es so dann an, wenn zum Beispiel jetzt explizit gesagt wird, na jetzt muss ich aber eine Bildungsveranstaltung zu sexueller Bildung, zu Prävention sexualisierter Gewalt verpflichtend irgendwie besuchen, es wird mir gerade angeboten, dann ist erstmal eine Abwehr da, warum denn jetzt gerade ich, bin ich denn jetzt besonders kalt zu verletzen, und das kann eben gerade dafür sprechen, so ein Thema viel selbstverständlicher zu behandeln, immer deutlich machen, es findet immer mit allen jungen Leuten statt, es gibt auch möglicherweise nach und nach, gibt es im Moment noch wenig, auch für erwachsene Leute viel mehr Angebote, nämlich auch erwachsene Leute haben konkret Fragen zur Sexualität, da gibt es im Moment wenig Hilfs- und Unterstützungsbedarfe. Also ein gewisses Selbstbewusstsein, heterogene Zielgruppe, muss ich einfach auch ganz konkret so mit umgehen. Selbstverständlich haben wir ein paar spezifische Fragestellungen, die reinkommen, aber die wiederum auch individuell unterschiedlich sind. Also beispielsweise in einzelnen Regionen, wenn wir zum Beispiel auf Helmand gucken, einzelne Regionen Afghanistans, ist es zum Beispiel möglich, dass zum Beispiel Kinder, auch ältere Männer beispielsweise schon sexuell zu Diensten sein sollen. So, das ist in einigen Regionen so, das hat häufig eine gewisse soziale Funktion in der Gesellschaft, muss man gar nicht diskutieren, ist da einfach erstmal an der Stelle so, muss konkret vor Ort gegebenenfalls gestritten werden, das zu ändern. Wenn ich schon wiederum eine andere Region, zum Beispiel nach Kabul, gilt sowas schon zum Beispiel wesentlich häufiger als Kindesmissbrauch. Also da wird das schon in dem Land ganz anders eingeordnet. Das bedeutet, Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen, je nachdem, wo sie herkommen. Und eine pauschale Zuschreibung als Stereotyp hilft niemandem weiter, sondern wir müssen tatsächlich gut über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, ins Gespräch kommen, weil sich daraus wieder auch Hilfebedarfe ableiten lassen, also wo man dann sagen kann, hier habe ich eine konkrete Frage, kannst du mir dabei helfen? Das ist ja Aufgabe in einem Bildungsprozess. In verschiedenen Ländern ist sexuelle Bildung weniger institutionalisiert, also beispielsweise in Syrien findet durchaus auch ganz gut sexuelle Bildung statt, aber beispielsweise eher in den Moscheegemeinden, dadurch, dass ältere Personen gefragt werden. Also es ist ein anderes Vertrauen in sexuelle Bildung. Wer dann nach Deutschland kommt und erstmal die Information kriegt, ja, jetzt gehen wir in die Schule und büffeln erstmal Sexualität, das ist dann doch irgendwie eine Überraschung. Dabei. Und das bedeutet, dass, da muss man sich auch einlassen können, das muss man auch begründen, warum das hier so institutionalisiert letztendlich stattfindet, und man muss sich auf jeden Fall auf diese Veränderung dann einlassen. Weitere Punkte, ich habe ein paar mit jeweils dann zugesetzt noch mit, also 40% der Personen sind schwer oder schwerst traumatisiert, gibt es verschiedene Studien, in der Landesärztekammer auch durch sexualisierte Gewalt, selbstverständlich müssen wir mit Traumata umgehen. Was heißt es in einem Bildungsprozess, wenn Menschen hier in einer Bildungssituation quasi immer wegbrechen, also weil sie in Tränen ausbrechen, weil sie sich nicht konzentrieren können, dann ist es auch keine gute Bildung. Das bedeutet, wir brauchen auch gute psychotherapeutische Unterstützung erstmal, bevor wir gut in Bildung kommen können. Und deshalb sind solche Situationen, wie sie manchmal angeregt werden, dass in Erstaufnahmeeinrichtungen gleich über Sexualität und Prävention sexualisierter Gewalt gesprochen werden soll, solche Angebote sind aus meiner Sicht massiv
grenzverletzend. Das ist Selbstgewalt, weil tatsächlich die Leute sind gerade erst angekommen, sie sind lassen gerade Traumata, Flucht hinter sich. Sie sind in einem sehr engen Raum, wo Dichte letztendlich auch wiederum Stress. Und dann gleich mit so einem intimen Thema zu kommen, das ist einfach ein Problem und hilft niemandem weiter an solcher Stelle. Also insofern, da braucht es Abstand, da braucht es tatsächlich Vertrauensverhältnisse. Das werden wir gerade in Bezug auf die konkreten praktischen Erfahrungen dann noch genauer hören. Und auch dieser Umgang mit Traumata im Bildungsprozess, da werden wir ja auch im Tagesverlauf noch was hören, weil da tatsächlich auch noch die Frage ist, wie können wir denn bei Traumata und sexuelle Bildung beispielsweise machen. Da freue ich mich auch auf den Beitrag von Frau Dr. Ahrens-Eiber dann noch gerade zu dem Themenfeld. Genau, ich springe einfach mal ein Stück weiter. Das sind so ein paar Fragen, die haben wir auch in der Broschüre mit aufgegriffen, nämlich konkret Fragen, die von Geflüchteten dann in einem solchen Themenfeld erstmal kommen. Also tatsächlich, warum wollen Mädchen mit Ausländern zusammen sein, obwohl sie was gegen Ausländer haben? Oder ich lese nochmal die letzte vor. Warum darf man in Deutschland unter 18 keine Pornos schauen, aber mit 13 schwanger werden? So, das sind konkret Fragen, die begründet sind. Also das heißt, da gibt es einfach Klärungsbedarf, ist auch ein bisschen. Ja. Also auch zum Beispiel zur Nutzung von, also wenn man zum Beispiel Smartphone zum erotischen Bild- und Nachrichtenaustausch nutzt, also irgendwie jugendliche Beziehungen, wir haben Sex miteinander und sowas, machen das mit 16 und dann schicken wir uns ein paar Fotos und das ist auf einmal dann möglicherweise ein Verstoß gegen den Besitz von Jugendpornografie. Also da tauchen notwendigerweise Fragen auf und da müssen dann eben rechtliche Regelungen nach und nach auch erlernen und erklärt werden können. Und ein zweiter Punkt, darauf möchte ich noch mit hinaus, eins hatte ich schon angesprochen, also wenn man gerade Leute mit Fluchterfahrung adressiert und sagt, wir machen jetzt gerade dafür Angebote, dann kann das auch zum Widerstand letztendlich führen, dass die dann sagen, nee, warum denn jetzt gerade ich eigentlich? Und auch diese Wahrnehmung, dass einmal mit erwachsenen Leuten dann gearbeitet werden soll, aber eben quasi infantilisierend, also verkindlichend mit ihnen gearbeitet wird, beziehungsweise auch insgesamt diese Zuschreibung, egal was eine Person of Color hier in der Region dann wiederum auch macht oder häufig in der Bundesrepublik Deutschland macht. In Hannover ist es gar nicht so ganz anders als jetzt in Naumburg, würde ich jetzt sagen. Da gibt es ganz viele rassistische Stereotype, die letztendlich auf Menschen projiziert werden. Egal was die Person macht, die bleibt immer der Ausländer, die wird immer als erstes nach dem Herkunftsland gefragt und all solche Sachen, als ob nicht Leute auch sozusagen unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Hautfarbe alle aus Deutschland kommen können. Also warum diese Zuschreibung dann jeweils? So. Genau, und damit ich mich ein bisschen schneller machen, sonst schimpft der Moderator mit mir. Genau deshalb würde ich einfach nochmal auf die Broschüre dann hinweisen, also ein paar Exemplare liegen auch aus, Sie finden sie auch vollständig als Volltext online überall, also Sie können sie sich auch als PDF-Datei herunterladen, ist tatsächlich aus meiner Sicht die wegweisende Broschüre, die es in dem Themenfeld im Moment gibt. Damit möchte ich auch zu dem zweiten Themenfeld noch kurz switchen, zumindest 2 bis 3 Minuten darauf verwenden, nämlich nochmal konkret auf das Themenfeld sexualisierte Gewalt, Prävention sexualisierter Gewalt genauer eingehen und da nochmal auf sexualisierte Gewalt im Fluchtkontext, also wo kann sie jeweils eine Rolle spielen und wo müssen wir umgehen, wenn wir beispielsweise von Traumata sprechen. Dass sehr viele Frauen konkret von sexualisierter Gewalt in Kriegs- und Konfliktregionen betroffen, das ist insgesamt bekannt. Da muss natürlich ganz konkret daran gearbeitet werden. Es zeigt sich insgesamt, dass in Kriegen und in Konflikten sexualisierte Gewalt zunehmend als Machtmittel eingesetzt wird. Sie wird gegen alle Personen, gegen Kinder, gegen Frauen, gegen Männer eingesetzt. Es gibt hier, deshalb habe ich ein paar Zahlen dazu
geschrieben, auch sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung wird auch massiv gegen Männer eingesetzt. Also wir müssen uns tatsächlich diese Größenordnung dann wiederum auch vor Augen führen und wir müssen den Blick haben, wenn wir gerade an sexuelle Bildung denken, dass die Person jeweils in, also tatsächlich sexualisierter Gewalt betroffen sein können. Das bedeutet, wir müssen eben entsprechend achtsam dann wiederum auch arbeiten. Also das jeweils mit jeder Zielgruppe auch mit dem Blick haben, also wie wir es bei jeder anderen Zielgruppe auch haben. Auf dem Fluchtweg selbstverständlich auch. Ganz konkret massiv Gewalterfahrungen werden von geflüchteten Personen berichtet. Es wird massiv sexualisierte Gewalt berichtet, also was alles auf diesen sehr unsicheren Fluchtrouten geschehen ist, ist hochproblematisch und selbstverständlich muss man daran arbeiten und das bedeutet zum Beispiel auch für zum Beispiel eine soziale Arbeit, wie könnten wir zum Beispiel Fluchtrouten auch sicherer machen, wie kann man da schon begleitend Unterstützungsangebote machen oder wenn man eben gerade die selbstverständlich das, was Angela Merkel aus tiefer inneren Überzeugung gemacht hat, eben zu sagen, ja selbstverständlich sind unsere Grenzen für Leute in Not offen. Das finde ich ist tatsächlich tiefe religiöse Überzeugung, aber auch tiefe menschliche Überzeugung, wenn man sich als atheistisch versteht, dann würde ich auch sagen, naja, dann schickt doch Flugzeuge, warum müssen die Leute denn laufen? Also tatsächlich Flugzeuge, Züge, selbstverständlich, wenn wir sagen, wir machen Grenzen auf, dann bitte aber auch die Leute tatsächlich aus der Not ranholen und tatsächlich diese Gewalt, die dann auf solchen Fluchtrouten stattfinden kann, schon damit ausschließen, dass die Leute einen sicheren Fluchtweg haben und tatsächlich, was im Mittelmeer im Moment abläuft, das kann alles so nicht sein, also das hat nichts mit irgendeiner Menschlichkeit zu tun. Also wenn sich ein Land immer auf oder eine Region auf Aufklärung beziehen will, dann kann sie nicht tatsächlich Menschlichkeit einfach ad acta legen und sagen, nee, gibt es bei uns. Selbstverständlich müssen Leute gerettet werden, selbstverständlich müssen die anlanden können, was sollen die denn irgendwie Tage und Wochen lang auf irgendeinem Schiff da rumfahren, also was tatsächlich immer noch mehr Traumatisierung dann aufmacht. Jetzt auch die letzten zwei, drei Folien noch mit dazu. Also auch in geflüchteten Unterkünften und konkret hier in Deutschland findet konkrete sexualisierte Gewalt statt. Das ist auch nichts, was wir neu wissen, sondern es gab vom Bundesfamilienministerium eine Erhebung aus dem Jahr 2004. Da wurden die unterschiedlichen Tatpersonen genau aufgeführt. Von den befragten Frauen haben etwa 80% angegeben, in Deutschland sexuelle Übergriffe erlebt zu haben. Das bedeutet tatsächlich, wir müssen genau daran arbeiten. Hier passiert ganz viel an Übergriffen und sexualisierte Gewalt. Und wir haben gerade durch die Reglementierung, die es in dem Bereich gibt, haben wir sehr große Hemmschwellen, um Unterstützung zu erhalten. Also wie können zum Beispiel auch Beratungsangebote dann mehrsprachlich erstmal sein. Hilfetelefone sind häufig mehrsprachlich, da gibt es ganz gute. Aber tatsächlich, wenn es um intensivere Unterstützung geht, gibt es wenig in diesem Themenfeld. Wie kann es auch ermöglicht werden, dass zum Beispiel geflüchtete Personen, die zum Beispiel weit ab von mittleren und kleinen Orten untergebracht werden, zum Beispiel eine kostenlose Fahrkarte haben, würde ich mir auch für alle Jugendlichen wünschen, dass die nämlich zum Beispiel nach Halle fahren können und die Beratung bei Wildwasser wahrnehmen können. Also das bedeutet, wenn ich dann schon erstmal ohne Fahrschein hinfahren muss und da vielleicht bei der Kontrolle dann irgendwie dumm angemacht werde, funktioniert eben so nicht, sondern da müssen wir tatsächlich auf ungewöhnliche Wege vielleicht rangehen. In anderen Regionen wird das umgesetzt, die auch ländlich geprägt sind. Zum Beispiel Luxemburg hat das gemacht. Denkt man immer, das ist ein bisschen klein und da ist alles sicher sehr städtisch. Ist es gar nicht. Die Wege sind sehr lang in Luxemburg. Die haben kostenlose Tickets für Leute bis 18 Jahre eingeführt. Und solche Sachen könnte man sich auch gerade in einem ländlichen Raum überlegen, um tatsächlich dezentrale oder zentralisierte Beratungseinrichtungen besser zugänglich zu machen. Und vielleicht dann trotzdem noch ein Verweis mit der
Herr Röhrig, ich hatte schon den UBSKM, diese Buchstabenkombination, angesprochen. Er sprach dafür, dass es tatsächlich Missbrauchstäter in Geflüchteten und Unbekünften sehr leicht haben. Könnte man noch in der Diskussion noch vertiefen. Insgesamt zeigt sich, wir brauchen selbstverständlich Schutzkonzepte, die auf den Weg kommen müssen. Das passiert im Moment in Schulen, also im Land Sachsen-Anhalt sind alle Schulen dazu aufgefordert, innerhalb von 3 Jahren den Prozess für eine Schutzkonzeptentwicklung auf den Weg zu bringen. Da passiert also was und das müsste für alle Institutionen passieren und tatsächlich dann zumindest in 5 Jahren oder in 7 Jahren sollte es tatsächlich verpflichtend sein für alle sozialen Einrichtungen, dass sie Schutzkonzepte haben müssen und zwar nicht als Papierordner im Schrank, sondern als Schutzprozess, also als etwa eine gelebte Einrichtungskultur. Also Konzept ist auch ein falscher Begriff dabei eigentlich. Es geht tatsächlich um einen Prozess, der in einer Einrichtung angestoßen wird, um ein Bild von Sexualität zu haben, aber auch um Prävention sexualisierter Gewalt betreiben zu können. Ein vierter Punkt noch dazu, weil der auch eine Rolle spielt, der wird gerne vergessen und dabei der behördliche Rahmen spielt selbstverständlich auch bei Übergriffen sexualisierter Gewalt eine Rolle. Nämlich einmal ist da eine erhebliche Macht. Kondensation da, also tatsächlich da ist bei BehördenmitarbeiterInnen ist so viel Macht gebündelt, dass die natürlich auch ausnutzen kann. Na, du kriegst das hier unterschrieben, wenn du mir mal kurz einen lest oder sowas. Also tatsächlich ganz massiv Übergriffe auch stattfinden können. Da müssen wir gucken, wie kann man das an der Stelle ganz anders gestalten. Und wir müssen tatsächlich auch an die Verfahren mit ran, nämlich aus einer Traumaforschung wissen wir, erhebliche Erlebnisse, erheblich traumatisierende Erlebnisse, auch sexualisierte Gewalt, kann nicht ohne Widerspruch geschildert werden. Das ist nicht einfach so. Dinge abgespalten werden, um sich selber davor zu schützen. Hingegen ist es eben gerade in einem Asylverfahren wichtig, die Dinge ohne Widerspruch zu schildern. Das bedeutet, wenn auf einmal ich erstmal sage, naja, ich wurde über 3 Tage vergewaltigt von mehreren Männern, na, wie viele waren es denn dann an der Stelle? Dann eine andere Person sagte, naja, aber die Person war doch nur 2 Tage dort, also das kann höchstens 2 Tage lang gewesen sein und so. Und damit ergibt sich schon Widerspruch und der Asylbescheid ist negativ, weil sozusagen gesagt wird, es gebe Vorspiegelung falscher Tatsachen. Genau an solche Prozesse müssen wir ran und die tatsächlich auch menschenwürdiger gestalten. Also tatsächlich solche Befragungssituationen sind hochproblematisch aus wissenschaftlicher Sicht. Die politische habe ich hier nicht zu beurteilen. Damit tatsächlich der Abschluss. Also für sexuelle Bildung, wenn wir das nochmal zusammenführen, also es braucht für sexuelle Bildungsangebote einen Abstand zur Flucht, es braucht ein Vertrauensverhältnis, was ausgebildet ist, es kann nicht in der Erstaufnahmeeinrichtung stattfinden und weitreichendere Angebote, sexuelle Bildung müssen auch immer freiwillig sein, es gibt so Einzelkurs, auch bei Markt der Möglichkeiten gibt es zum Beispiel so einen Informationskurs, also von Hero, die bieten das in verschiedenen Konstellationen dann an, aber das ist sozusagen einfach eine Information über eine rechtliche Situation. So was mag man möglicherweise irgendwann verpflichtend machen können, aus meiner Sicht auch mit gutem Abstand zur Flucht, aber tatsächlich alles, was weitreichender ist, was Biografisches bearbeiten soll, das muss alles immer freiwillig sein, ohne das geht es nicht. Damit bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich dann über die Heinz-Jürgen Voss hat schon einige wichtige Punkte auch in seinem Vortrag genannt. Ich denke, gerade der Punkt der Ankommens- und Unterbringungssituation in Deutschland ist einer der Punkte, wo sich soziale Arbeit, aber auch natürlich die Kommunen, die Landkreise engagieren können, auch die Fragen der behördlichen oder des behördlichen Umgangs der Befragungssituation von Geflüchteten und Asylsuchenden sind natürlich Bereiche, die deutlich mehr sensibilisiert werden können, um gerade mit Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, mit ihnen anders umzugehen. Als nächstes darf ich jetzt Anne Limpert ankündigen. Anne Limpert ist Integrationspädagogin bei der Migrationsagentur im Burgenlandkreis. Sie arbeitet seit Februar 2016 hier mit Geflüchteten
Oberlandkreis, zuerst in der sozialen Betreuung in einer Gemeinschaftsunterkunft und seit August 2017 als Integrationspädagogin. Über dieses Projekt hatte ja auch Herr Ulrich schon kurz gesprochen. Sie ist jetzt für den Bereich Naumburg und Unstrut-Finne zuständig und berät Migrantinnen aller Herkunftsländer zu unterschiedlichen Fragen in unterschiedlichen Lebenslagen. Und sie wird einen Vortrag zum Thema Erfolgsfaktoren in der sexuellen Bildung mit Geflüchteten, Erfahrung aus dem Burgenlandkreis halten. Frau Lippert wird gleich erscheinen. Wir haben immer so eine kleine technische Umbaupause mit dem Mikro. Deshalb rufe ich schon mal die Präsentation auf und denke, dann wird sie da sein. Mein Name ist Anne Limpert. Ich arbeite seit 2015 mit Geflüchteten. Erst habe ich mich ehrenamtlich engagiert. Ab 2016 arbeitete ich dann beim Internationalen Bund als soziale Betreuung in einer Gemeinschaftsunterkunft, bis ich schließlich 2017 beim Burgenlandkreis die Stelle als Integrationspädagogin antreten durfte. In dieser Tätigkeit berate, begleite oder vermittle ich alle Migranten aus dem Raum Naumburg und Umgebung in verschiedenen Integrationsprozessen und Lebenslagen. Schwerpunkte sind dabei eigener Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeit, Freizeitaktivitäten sowie Projekte zum Thema Leben in Deutschland. Während meiner Arbeit in der Gemeinschaftsunterkunft prägte mich eine Situation besonders. Ein junger Mann im Alter von 20 Jahren hat sich mir anvertraut. Er sagte mir, dass seine Mitbewohner und Freunde sexuelle Handlungen untereinander praktizieren und dass diese nicht immer freiwillig durchgeführt werden oder erduldet werden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Täter ihre Handlungen mit der Aussage rechtfertigten: Wir leben in Deutschland ist alles erlaubt. Und somit darf ich auch alles machen. In meinem Land ist gleichgeschlechtlicher Sex verboten. Hier werde ich dafür nicht zur Verantwortung gezogen. In meinem täglichen Arbeitsalltag gab es immer wieder Berührungspunkte mit diesem Thema, meist eher interventiv als präventiv. Beispiele dafür waren junge Männer, die plötzlich fragten, wo man HIV-Tests machen kann, oder junge Frauen, die wissen wollten, ob man vom Händchenhalten schwanger werden kann. Verhütung war auch immer ein großes Thema bei jungen Müttern, die schon mehrere Kinder hatten. Als ich erfuhr, dass sexuelle Bildung für geflüchtete Erwachsene erstmalig im Burgenlandkreis angeboten werden sollte, war ich sofort begeistert. Genau das brauchten die Menschen, die hierher gekommen waren und mit all diesen neuen Eindrücken, Vorurteilen und Falschinformationen konfrontiert wurden. Es war einfach nicht ausreichend, nur zu bestimmten Themen einzeln zu beraten, die gerade brannten. Es musste großflächig aufgeklärt werden. Es sollten umfangreiche Fortbildungen im Rahmen des Projekts stattfinden. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sollten geschult werden. Ich wollte unbedingt Teil davon sein und meine bisherigen Erfahrungen mit einbringen. Über einen Zeitraum von 1,5 Jahren mit insgesamt 10 Fortbildungen habe ich mit tollem Anschauungsmaterial und Methoden gelernt, wie man unter anderem den Monatszyklus bei Frauen erklärt, wie man die verschiedenen Varianten aufzeigt, um sich vor ungewollter Schwangerschaft und Krankheiten zu schützen und wie man am besten vermittelt, welche Rechte man in Deutschland hat und welche Schutzgesetze dem gegenüberstehen. Ich lernte in diesen Schulungen viel Neues, hatte oft einen Aha-Effekt und hatte so viel Handwerkszeug wie nötig an die Hand bekommen, um Gelehrtes auch weitergeben zu können. Wir haben während der Multiplikatoren-Schulungen auch festgelegt, dass Frauen von Frauen und Männer von Männern geschult werden sollten. Ebenso, dass immer 2 Multiplikatoren eine Gruppe Migranten schult. Einerseits, um den Rahmen für uns sicherer zu machen, andererseits, um gute Bedingungen für die Teilnehmer zu schaffen. Die erste eigene Schulung rückte dann immer näher. Die Einladung für die Schulung gestalteten wir sehr einfach. Wir nutzten Wörter wie Frauenthemen oder Männersache, anstatt zu sagen, dass es um sexuelle Bildung geht.
Als ich das erste Mal vor einer Gruppe Frauen aus den verschiedensten Herkunftsländern stand, war ich sehr angespannt. Ich hatte alle möglichen Befürchtungen. Unter anderem, dass sehr konservative Frauen einfach aufstehen und gehen. Dass die Frauen den Respekt vor mir verlieren, wenn ich über solche Themen spreche oder sie dann nicht mehr zur Beratung zu mir für andere Themen kommen. Es bewahrheitete sich jedoch keine dieser Befürchtungen. Die Frauen waren überwiegend aufgeschlossen. Alle waren interessiert daran, etwas Neues zu lernen und sich weiterzubilden. Es wurden am Anfang Regeln festgelegt, die den Rahmen für diese Schulung ermöglichten. Dinge wie Verschwiegenheit nach außen, nicht über andere lachen und alles kann und nichts muss. Zum Einstieg haben wir methodisch herausgearbeitet, was es für Frauenthemen gibt und worüber die anwesenden Frauen gerne sprechen würden. Schnell kam dann die Überleitung zum eigentlichen Thema zustande und wir sprachen über Schwangerschaft, Verhütung, sexuell übertragbare Krankheiten und Sexualkundeunterricht in den Schulen. Die sprachliche Herausforderung löste sich von selbst. Migrantinnen, die besser Deutsch konnten, übersetzten für andere Migrantinnen. In Englisch und Französisch wurde von mir und meiner Kollegin übersetzt. Wir haben 3 Tage für die Schulung eingeplant. Am ersten Tag waren ca. 10 Frauen da. Am zweiten Tag waren es dann 18 Frauen. Letzte Woche hatten wir unseren 3. Schulungstag zu dem Thema und es waren 30 Frauen da. Ich denke, das zeigt, wie groß das Interesse und der Bedarf an diesem Thema ist. Ich bin auch der Meinung, dass der Erfolg dieser Schulung etwas damit zu tun hat, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Wir sagen niemandem, was richtig oder was falsch ist. Wir fragen, wie es in den jeweiligen Herkunftsländern ist und sagen dann, wie es in Deutschland ist. Niemand wird für seine Kultur oder Religion bewertet. Dadurch zeigen wir Möglichkeiten auf, anstatt etwas vorzudiktieren. Bei dem Austausch in den Workshops haben auch wir viel gelernt. Zum Beispiel hat eine junge Frau berichtet, dass es in ihrem Dorf in Afghanistan üblich war, dass Frauen, die ihre Periode haben, in eine Hütte außerhalb des Dorfes gehen und dort mit anderen Frauen zusammen sind, die in derselben Situation sind. Sie werden dann für diese Zeit der Menstruation von ihren Angehörigen mit Essen versorgt und müssen sich um nichts kümmern. Sie hat es wie Urlaub von der Familie beschrieben. Ich glaube, jede Frau in diesem Raum denkt jetzt darüber nach, wie es in unserer Leistungsgesellschaft wäre, wenn man auf so etwas Rücksicht nehmen würde. Wir konnten auch Vorurteile aufdecken, die durch rechtliche Aufklärung widerlegt werden konnten. Eine junge Mutter erzählte, dass sie schon auf dem Fluchtweg Gerüchte über die Sexualmoral in Deutschland gehört hat. Es wurde erzählt, dass die Lehrer in der Schule sich vor den Kindern ausziehen und erklären, wie Sex funktioniert. Der Aha-Effekt war dann auch bei den Migrantinnen groß, wenn es darum ging, dass die deutschen Gesetze ihr Kind vor solchen Dingen schützen. In der anschließenden Feedback-Runde wurde von den Frauen betont, wie gut es war, dass wir keine Fremden waren, die mit ihnen diese Schulung durchgeführt haben, sondern dass es im Vorfeld schon ein Vertrauensverhältnis gab, was durch den professionellen Umgang mit diesen Themen sogar gefestigt wurde. Für die Zukunft ist geplant, alle Migrantinnen und Migranten im Burgenlandkreis auf diese Weise zu schulen. Ich bin überzeugt, dass wir Migrantinnen und Migranten dadurch viele Ängste nehmen, in ihrer sexuellen Selbstbestimmung stärken, Vorurteile gegenüber der westlichen Gesellschaft abbauen, Gleichbehandlung von Frauen und Männern fördern, dadurch letztendlich Integration ermöglichen. Danke. Caroline Heiner, ich beginne schon mal so mit der Ankündigung, wird gleich auf das Podium kommen und einen Vortrag zum Thema praktische interkulturelle intersektionale Bildungsarbeit im Themenfeld der Sexualität halten. Caroline Heiner ist Sozialpädagogin, Sexualpädagogin und auch systemische Beraterin. Zurzeit absolviert sie in Meersburg noch ein Masterstudium in angewandter Sexualwissenschaft und war mehrere Jahre bei verschiedenen Trägern in der sozialen Arbeit tätig, unter anderem bei Pro Familia, dort auch als Beraterin, Sexualpädagogin
und Sozialpädagogin. Seit 2015 ist sie selbstständig, arbeitet als Referentin für sexuelle Bildung, Sexualpädagogik und verschiedenen, ja, auch sexualwissenschaftlichen Themen, kann man sagen. Sie berät Einrichtungen zu Konzepterstellungen, zu Schutzkonzepten und sexualpädagogischen Konzepten. Und sie hat, wie ja jetzt auch schon mehrmals gesagt wurde, auch den Bogenlandkreis in diesem Projekt über die letzten Jahre begleitet, hat die Multiplikatorinnen-Schulung mitgemacht, hat auch ein Konzept mitgearbeitet, auch an der Broschüre, die ja erwähnt wurde, hat Caroline Heine mitgearbeitet. Und zu dieser Broschüre möchte ich vielleicht noch kurz sagen, Herr Ulrich hat es, glaube ich, erwähnt, Heinz-Jürgen Voss hat es auch erwähnt, die steht auch als PDF-Datei zur Verfügung und dort auch als zum Download auf der Homepage der Hochschule Merseburg bei der Homeakademie. Also für alle, die hier Interesse haben und keine Printversion haben, können die sich auch gerne downloaden. Ja, herzlich willkommen. Wow, ich habe noch nie vor so einer Fahne gesprochen. Ungewohnt. Aber jetzt habe ich zu viele Sachen in der Hand, aber das ist egal. Ich muss mich auch noch daran gewöhnen, dass sie wirklich sehr, sehr viele sind. Normalerweise sitze ich so mit gemütlich 20 Leuten zusammen. Das geht aber bestimmt gleich vorbei. Dann habe ich mich daran gewöhnt. Auf jeden Fall ganz vielen Dank für die einleitenden Worte, die ich jetzt nicht gehört habe. Muss ich so machen? Ich muss so machen. Auch danke an Anne Limpert. Ich war jetzt ganz gespannt, was ich hören werde. Ich habe zwar die Fortbildungen, ich glaube, zum größten Teil durchgeführt, habe aber noch nicht gehört, wie es gelaufen ist und finde es natürlich total spannend zu hören, was passiert ist und dass es gute Erfahrungen waren. Und ich freue mich gerade sehr darüber, dass ich von, ich sage mal auch Professor, Doktor, irgendwas, gefragt wurde, ob ich hier aus meiner Perspektive zu dem Prozess was sagen kann, die sozusagen die Basis waren ja auch für die Handreichungen, die jetzt entstanden sind. Und für mich war das ein wahnsinnig spannender Prozess. Das war eine Perspektivübernahme. Normalerweise bin ich Sexualpädagogin und arbeite selber mit Gruppen. Ich arbeite zwar relativ viel auch mit Fachkräften, aber tatsächlich so eine Schulung von MultiplikatorInnen, die dann selber in die Praxis gehen, war für mich auch tatsächlich neu und sehr aufregend. Das Spannende hier war auch, dass der Prozess so viel gestaltig war. Also ich habe einerseits mit Einrichtungen gearbeitet, das Kinder- und Jugendwohnen, das Kinder- und Jugendhilfe, dann mit Leuten im Jugendamt, Migrationsagentur, auch auf Leitungsebene und dann eben mit diesen Multiplikatorinnengruppen und als letztes jetzt auch mit einer Männergruppe. Da steht jetzt noch aus, wie es losgeht, da bin ich auch total gespannt drauf. Genau, es gab so unglaublich viele verschiedene Blickrichtungen von mir auf den Landkreis und das finde ich irgendwie ganz faszinierend und jetzt bin ich natürlich neugierig, wie es weitergeht. Ist das mein Wasser? Das ist toll. Genau, ich freue mich einfach deswegen darüber zu sprechen, weil es ein für mich sehr spannender, reichhaltiger Prozess war und ja, anregungsreich auch für mich. Ich möchte jetzt in den nächsten knapp 20 Minuten möglichst ohne meiner Meisterinnen-Disziplin dem zu schnell sprechen zu verfallen, aus den Erfahrungen von diesem Prozess berichten, vor allem von dem, was passiert, wenn man sich zu dem Thema Sexualität auf den Weg macht und auseinandersetzt. Es passieren immer verrückte Dinge, es passiert sehr, sehr viel und es ist meistens immer sehr biografisch und sehr privat. Und ich möchte gerne in den nächsten 20 Minuten gucken, was braucht es denn beispielhaft für den Burgenlandkreis, aber generell institutionell, wenn wir uns zu dem Thema auf den Weg machen, was braucht es, damit diese Begegnung besser gelingen kann, vielleicht mit einem offeneren Blick gelingen kann. Ich zitiere dabei aus realen Situationen, wie es jetzt ja auch schon passiert ist, also wurden ja schon einige Zitate, die auch aus teilweise Bildungsveranstaltungen von mir gestammt haben, gezeigt und ich werde aus realen Situationen zitieren, um einfach Dynamiken und Prozesse zu verdeutlichen und werde auch so Sachen sagen wie die Deutschen oder Kultur oder die anderen und so, um einfach zu illustrieren. Und das gilt auch für, ich werde so ein paar sprachliche Bilder entwickeln, die immer wieder eine Rolle spielen. Auch die sind weniger kulturtheoretische Auseinandersetzungen als mehr Illustration. Genau. Erfahrungen aus den Fortbildungen. Der Titel meines Vortrags wurde mir einfach gegeben. Praktische interkulturelle und intersektionale Bildungsarbeit im Themenfeld Sexualität. Ich habe es einfach umgenannt. Ich habe gefragt, oder ist Sexualität eine Sprache? Warum ich darauf komme, sage ich noch. Erstmal, dass in meiner Arbeit als Sexualpädagogin ich immer, und das bleibt auch so, obwohl ich das seit 12 Jahren mache, der
Respekt vor der Intimität dieses Themas für mich immer extrem zentral ist. Es bleibt immer, es ist immer intim, es ist immer mit der biografischen Verknüpfung jedes einzelne Menschen verbunden und die Auseinandersetzung ist deswegen in vieler Hinsicht herausforderungsreich. Und das ist auch egal, ob ich da mit Kita-ErzieherInnen sitze und es um kindliche Sexualität geht, ob es um Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Begleitpersonen geht, es ist in jeder Hinsicht immer irgendwie interessant. Mir kommt immer wieder das ganz bestimmte Gefühl, dass das Thema Sexualität dabei keins ist wie alle anderen. Es ist irgendwie in gewisser Weise, und zwar als Gegenstand von Auseinandersetzung, sei es jetzt ganz fachlich oder sei es auch ganz persönlich am Küchentisch, ist es immer irgendwie in gewisser Weise speziell. Und mir kam irgendwann der Gedanke, dass man sagen könnte, Sexualität funktioniert irgendwie wie eine Sprache. Warum komme ich darauf? Warum sage ich das? Ich habe mir so gedacht, dass es immer wiederkehrende Beispiele aus meiner Praxis gibt, die diese Überlegung ausgelöst haben. Dass das, was wir über Sexualität wissen und was wir glauben, darüber gelernt zu haben, haben wir ähnlich gelernt und ist ähnlich kodiert und in Zeichen organisiert wie eine Sprache auch. Und das heißt auch, wenn unterschiedliche Sprachen aufeinandertreffen, kann das... War ich das? Das kann doch nicht so schwierig sein. Wieso war das? Was ist passiert? Okay. Gut. Genau, ich war gerade dabei, Sexualität kann ähnlich wie eine Sprache funktionieren und wenn verschiedene Sprachen aufeinandertreffen, kann das logischerweise zu Missverständnissen, Unverständnis, Irritation und sogar Abwehr führen. Und gerade im Bereich Sexualität und Migration trifft uns das immer wieder. Und warum ich auch auf die Idee komme, ob das vielleicht ähnlich wie eine Sprache funktioniert, es gibt in der Erfahrung in meiner Praxis so viel Angst davor, vor kommunikativen Situationen zum Thema Sexualität. Fast ähnlich, wie wenn ich ein bisschen Russisch gelernt habe und ich will in Russland das erste Mal eine Pizza bestellen und bin mit meinem Fremdsprachenkenntnisstand aber ganz unsicher. So ähnlich habe ich das Gefühl, gibt es Ängste vor Kommunikationssituationen, Kommunikationsproblemen zum Thema Sexualität. Aber auch Angst davor, Schamgrenzen zu verletzen, sich nicht zu verstehen, was falsch zu machen, schlafende Hunde zu wecken und so weiter. Genau, deswegen frug ich mich, ist Sexualität eine Sprache? Es ist ähnlich gelernt, es wird in Zeichen kodiert. Es gibt durchaus besser und nicht so gut verstehbare Inhalte innerhalb bestimmter sozialer Gruppen und es kann eben auch Angst vor Kommunikationssituationen und Missverständnissen auslösen. Ich sage da noch mal ein paar Beispiele dazu, so aus der Praxis. Zum Beispiel, das kam ja jetzt auch schon gut raus, die Frage, darf ich überhaupt darüber reden, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau bin? Darf ich dann mit Männern darüber reden? Oder, keine Ahnung, oder wie nähere ich mich denn an, ohne Schamgrenzen zu verletzen? Wie formulieren wir eine Einladung? Es geht aber auch viel konkreter, zum Beispiel, wie lang ist ein Blickkontakt und ab wann ist das ein Flirten und wie lang ist er normal, wenn es einfach nur Ansehen ist? Aber auch die Frage nach, welche sexuellen Witze sind wann wie lustig und wann in welchem Kontext nicht. Wie und wo lernen Menschen sich kennen? Wie wird sich gegenseitige Attraktivität ausgedrückt? Oder heiß diskutiertes Thema in den Fortbildungen, wer darf wem wann in welcher Weise ein Kompliment machen? Was sind Komplimente? Oder um es mal ganz konkret zu machen, wie es in einer 6. Klasse heiß diskutiert wurde, muss der Junge beim Sex immer oben liegen oder ist das auch egal? Mir kommt es also so vor, dass die Dinge, die wir in Bezug auf Sexualität lernen, bis in sehr kleine Details irgendwie einem ausdifferenzierten, wenn ich mal so sagen will, Kodierungssystem unterworfen sind. Und das kann innerhalb bestimmter Gruppen besser verstanden werden als innerhalb anderer Gruppen. Sprache ist aus meiner Sicht immer Kommunikation. Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil von Sexualität. Und deswegen ist Sexualität möglicherweise eine Art Sprache. Wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass Sexualität vielleicht eine Art Sprache ist und dass dieses sexuelle Wissen sehr viel geprägt ist von Gelerntem, was wir seit unserer Geburt so zusammensammeln, dann hat sich in den Fortbildungen immer ein Bild etabliert. Ein Bild dazu, wie wir das Wissen sammeln, was wir über zum Beispiel Mann sein, Frau sein, geschlechtlich sein und so weiter sammeln, nämlich das Bild von einem Koffer, die Frage, was ist im Koffer? Ich meine damit Folgendes,
dass man sich vorstellen könnte, dass wir spätestens seit der Geburt einen Koffer, einen riesigen Koffer bekommen und in den sammeln wir alles rein, was wir zum Thema Sexualität lernen. Da steckt ganz viel drin, was wir offiziell, also formell bekommen, also zum Beispiel das, was wir im berühmten Aufklärungsgespräch erfahren oder das, was im Schulbuch steht. Vor allen Dingen steckt da aber ganz viel Informelles drin, also Dinge, die so by the way gar nicht so beabsichtigt vermittelt werden, nämlich beispielsweise, wer hat mit uns das Aufklärungsgespräch wie geführt? Wie hat sich das angefühlt? Was steht in unserem Schulbuch darüber? Es ist ganz spannend, Sie können ja mal selber zu Hause lesen, was steht in Ihrem Schulbuch, wie wird zum Beispiel das erste Mal beschrieben? Oder Sex überhaupt? Oder wie wird die Pubertät von Mädchen und Jungs beschrieben? Kurzer Exkurs dazu, meistens wird den Jungs erklärt, dass sie einen Penis haben, der kann steif werden, da kommt irgendwann mal Sperma raus, das fühlt sich irgendwie ganz gut an. Mehr erstmal nicht. Bei den Mädchen sagt man, du wirst eine Blutung haben, du kannst schwanger werden, du musst dich um Verhütung kümmern, das wird wehtun. Den Mädchen wird also sehr viel mehr Verantwortung in den Koffer gelegt. Das war jetzt, ich bin manchmal mit Absicht holzig, aber das hat manchmal was davon. Wir lernen aber auch zum Beispiel, wie Eltern und wie Lehrkräfte mit diesem Thema umgehen, wie sie miteinander zu diesem Thema sprechen. Wir lernen zum Beispiel aber auch unbewusst, wie die Politik mit Sexualität umgeht und zum Beispiel mit sexuellen Rechten, zum Beispiel mit Abtreibung. Wir lernen, was die Werbung macht, mit welchen Bildern die Werbung arbeitet. Wir lernen, wer in der Kita die Glühbirne reinschraubt. Wir lernen, wer wo wie im Stehen pinkelt, ein sehr heiß diskutiertes Thema immer. Wir lernen auch, wer wo wie getröstet wird, wie über Geschlechtsorgane gesprochen wird und so weiter. Wir sammeln also enorm viel in diesen Koffer. Nur mal so zur Anregung. Es gibt durchaus ein Bild darüber, was der richtige Sex ist. Oder wie lange beispielsweise Eifersucht angemessen oder sogar niedlich ist. Oder wo man im Allgemeinen nackt ist oder wo nicht. Wie ist Mensch ein guter Junge, ein gutes Mädchen? Was ist eine gute und gesunde Beziehung? Wie im Allgemeinen drückt man sich aus als Mann, als Frau durch Körperhaltung und durch Kleidung? Wird über Geschlechtsorgane gesprochen? Wenn ja, wie oder auch nicht? Oder auch zum Beispiel die Frage, wie viele Geschlechter lassen sich denken? Wie wird überhaupt über Geschlechter gedacht? All das steckt in diesem Koffer. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wir diesen Koffer ständig mit uns rumtragen. Er ist für uns selbstverständlich, er ist uns in Fleisch und Blut übergegangen, aber meistens ist uns überhaupt nicht bewusst, dass da ein Koffer ist mit Inhalt, der wirkt und der sehr wohl unser Handeln, unsere Begegnungen, auch unsere Entscheidungen beeinflusst und durchaus auch als Fachkraft. Wir merken den Koffer erst in der Konfrontation mit scheinbar Fremdem, merken wir, oh, da ist irgendwie ein Koffer und ich stoße an irgendwas an. Irgendwas fühlt sich komisch an. Dieser Koffer und alles, was ich bisher gesagt habe, gilt nicht nur für das Thema Flucht oder Migration oder Begegnung anderer Kulturen, sondern lässt sich auf sozusagen alle menschlichen Bezüge ausweiten. Zum Beispiel gilt der Koffer zwischen Stadt und Land, zwischen, wenn man so will, Ost und West, zwischen SozialarbeiterInnen und ihren KlientInnen. Es ist nämlich auch spannend zu gucken, was ist im Koffer in Bezug auf unser Bild von Jugendsexualität oder wie ich schon mal gesagt habe, zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigungen. Was wird denen dann jeweils so zugeschrieben? Der Koffer wirkt aber zum Beispiel auch zwischen dem kleinen Dorf, aus dem ich komme, und der Stadt, in der ich heute lebe. Wirkt aber auch zwischen Szenen innerhalb dieser Stadt und natürlich auch zwischen Individuen. Bezug nimmt auf das Thema dieser Tagung und dieses Vortrages ist es aber besonders interessant, natürlich darauf zu schauen, was passiert, wenn sich Koffer begegnen, Menschen mit Koffern begegnen, die vermeintlich in anderen Kulturen gefüllt wurden und welche Empfindungen tauchen dabei auf, denn dieses Thema scheint aus irgendwelchen Gründen immer besonders, besonders zu sein. Es gehen sehr bestimmte Emotionen, Zuschreibungen, Bilder und Empfindungen damit einher. Beispiele dazu sind, jetzt zitiere ich mal, die wissen darüber nichts oder die müssen mal dies und jenes lernen oder da ist die Frau nur das und das wert. Wenn wir jetzt also über Sexualität im professionellen Kontext sprechen und genau das möchte ja der Prozess im Burgenlandkreis erreichen und auch die entstandene Handreichung, dann müssen wir uns also idealerweise dieses eigenen Koffers, seines Inhaltes und dessen Wirkung sehr bewusst werden, um bewusst Handlung und Begegnung zu gestalten. Und das sage ich gezielt auch in Fachkräfterichtung, weil mit denen, um die geht es ja jetzt hier gerade und da ist es schon manchmal interessant zu gucken, wie weit ist der Blick eigentlich schon mal nach hinten gerichtet worden.
Warum entscheide ich, wie ich entscheide? Letztlich geht es also darum, zu lernen, was ist in meinem Koffer, wie wirkt der, wie kann ich mit anderen Koffern sozusagen umgehen, um auch den Menschen, der vor mir steht, als Träger von sexuellen Rechten wahrzunehmen und ihm diesen Zugang auch zu ermöglichen. Wenn wir jetzt den Bezug zum Burgenlandkreis herstellen und zu den hier stattgefundenen Prozessen, dann sollten damit ja Standards, wie gesagt, etabliert werden, genau dafür. Also wie kann der Umgang mit Sexualität sensibel für eigene Zuschreibungen offen und sensibel gestaltet sein? Wie kann ich bewusst werden, wie mich mein Koffer als Fachkraft prägt? Das haben wir ganz praktisch methodisch, zum Beispiel mit folgender Methode gemacht. Das ist immer wieder aufgeploppt, dass wir uns gefragt haben, okay, es gibt ja die Überlegung, Menschen, die in eine andere Kultur eintreten, in eine nicht bekannte Gesellschaft, sollen sich an die dort geltenden Regeln halten. Okay, wenn wir dieses Thema, wenn wir den Satz einfach mal so nehmen und das Thema so weiterführen, könnte das ja auch bedeuten, dass man sich an die deutschen sexuellen Werte halten soll. Was sind deutsche sexuelle Werte? Gibt es einen deutschen Koffer? Sie können ja ganz kurz mal selbst überlegen, ob es einen deutschen sexuellen Koffer gibt, was da drin stecken würde. Wenn das jetzt nicht so intim wäre, dürfen Sie sich auch mit Ihrem Nachbarmenschen austauschen, aber jetzt wird es sehr intim vielleicht. Ich kann es auch abkürzen und mache einfach die nächste Folie, oder? Wollen Sie noch? Ja. Beispielsweise, das ist jetzt nur eine grobe Auswahl an Dingen, die in den Fortbildungen so gekommen sind. Im deutschen Koffer steckt Gleichberechtigung, naja, zumindest vermeintliche Gleichberechtigung. Dann so, haha, immer donnerstags um 5, haha, die Deutschen sind pünktlich. Es steckt sehr viel Pornografie im deutschen Koffer. Auch Tinder. Reden über Sex mehr in Form sexueller Witze. Es sind mehrere Beziehungen hintereinander möglich, wobei auch da wurde gleich überlegt, stimmt das, in welcher, also wie. Und irgendwie kam auch ganz oft, ja so richtig gar nichts Spezifisches. Und dennoch weiß ich vielleicht trotzdem, dass ich irgendwie hier aufgewachsen bin und kann das irgendwie wiedererkennen. Die unteren drei Punkte sind jetzt von Menschen genannt, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Da fiel zum Beispiel auf, ja, irgendwie, also wir haben zum Beispiel oft, sind wir eingestiegen an die Geflüchteten mit der Frage, was findest du in Deutschland merkwürdig? Und da haben zum Beispiel Leute gesagt, ja, es gibt irgendwie so wenig Respekt im Umgang zwischen Männern und Frauen. Oder der Kleidungsstil ist merkwürdig, muss man hier so wenig anhaben? Oder muss man mit 16 schon drei Freunde gehabt haben? Aber auch so, beide machen den ersten Schritt, das ist irgendwie ganz, ganz angenehm, wobei aus der Erfahrung mit zum Beispiel 6. Klassen wird das heiß diskutiert, ob beide den ersten Schritt machen sollten. Das zeigt, oder ich muss auch noch mal kurz an Heinz anknüpfen, er hat zum Beispiel auch gesagt, da war ich ein erwachsener Mann, hier bin ich immer der Ausländer, das sind auch noch mal wesentliche Dinge, die da mit reinkommen, finde ich. Also als wer ist man, was wird sozusagen zugeschrieben? Und wir hatten hier noch eine spannende Diskussion um das Thema schwul. Also ich hatte die mit einer geflüchteten Gruppe, mit jungen Männern. Da ging es um das Thema, ja schwul, wie kann Deutschland das ist ja, wie kann man das zulassen? Und dann sind wir im Gespräch darauf gekommen, dass Schwulsein bedeutete, am Bahnhof von älteren deutschen Männern, Geld für Sex angeboten zu kriegen. Dann habe ich gesagt, das ist natürlich mitnichten das, was schwul bedeutet, aber das war erstmal das, was gelernt war. Somit war für diese jungen Männer im deutschen Koffer so, also das ist mir echt nicht klar. Und ich finde, an diesem Beispiel wird extrem deutlich, dass der Blick in den eigenen Koffer überhaupt gar kein geübter ist. Es ist nicht geübt, in diesen Koffer reinzugucken und darauf hingewiesen zu werden, vielleicht durch Menschen, die von außen in die Gesellschaft kommen, dass in diesem Koffer für mich Selbstverständlichkeiten stecken, die möglicherweise aber von anderen als sehr merkwürdig oder auch unstimmig und widersprüchlich empfunden werden könnten, das kann und auch verständlicherweise als unangenehm und bedrohlich empfunden werden. Das kann mich in meiner Identität bedrohen und verunsichern und kann natürlich auch Ablehnung auslösen und das auf allen Seiten. Und das ist für mich sehr wesentlich. Das gilt für deutsche Fachkräfte, was auch immer, genauso wie für alle anderen. Es ist einfach ein mehrseitiger Prozess.
Dazu nochmal ein Blick auf Aussagen von sexualpädagogischen Fachkräften, die das nochmal zeigen. Habe ich jetzt sexualpädagogisch gesagt? Ja, ich wollte sozialpädagogische Fachkräfte sagen. Zum Beispiel wird da manchmal heiß diskutiert, ab wann ist eine Beziehung eine gute Beziehung? Wenn man 6 Monate zusammen war? Oder wie sollte sich ein Pärchen, egal aus welchem Land, zeigen, dass sie sich lieben? Also was ist Liebe und wie sollte das im Idealfall ausgedrückt werden? Also hier sieht man schon, die Bewertung von Verhalten ist ganz wesentlich abhängig davon, was für mich in meinem Koffer meine Selbstverständlichkeit ist. Es hängt also sehr entscheidend davon ab, wie bewusst der mir ist, wie ich Begegnungen zum Thema Sexualität gestalte. Um nochmal auf den Anfang zu kommen, wenn Sexualität also eine Sprache ist, dann kann es enorm verunsichern, frustrieren und auch die eigene Identität, mein eigenes Gewordensein, massiv unter Druck setzen und bringen, wenn diese Kommunikation nicht mehr funktioniert. Und das ist klar. Es könnte aber auch bedeuten, dass der Austausch über die sexuelle Sprache möglich ist und aus meiner Perspektive sogar für das Menschsein sehr notwendig, weil wir als Menschen möchten uns ausdrücken und möchten verstanden werden und neue Sprachelemente zu lernen ist in dem Fall grundlegend. Insofern ist klar, dass es den Zugang dazu geben muss, um zum Beispiel Menschen dazu zu befähigen, selbstbestimmt ihre Rechte wahrzunehmen und sich ausdrücken zu können. Das haben wir in diesen Workshops auf sehr, sehr methodisch unterschiedliche Weise gemacht. So ein paar Anregungen oder so ein paar Einblicke habe ich Ihnen jetzt gerade gegeben. Und es war vor allen Dingen wahnsinnig viel Haltungsarbeit, weil manchmal kamen auch wirklich heftige Reaktionen im Sinne von, es geht mir aber auch alles auf die Nerven oder ich kann das auch nicht verstehen oder ich würde am liebsten, keine Ahnung, ein Buch haben, wo alles drinsteht, wie die ticken und so. Ja? Also es war natürlich, es ist auch immer ein Reibungsprozess. Es geht immer darum, herauszufinden, was sind meine eigenen guten Absichten, auch als Fachkraft. Was sind meine Grenzen und Tabus, die auch wichtig sind, um auch eine Grenze ziehen zu können, wenn ich sage, so möchte ich das tatsächlich nicht, so möchte ich nicht sprechen, über das möchte ich nicht reden. Und dann haben wir erprobt, mit welcher Sprache, welcher Methodik, welcher Haltung wir ganz konkret arbeiten können. Das heißt aber auch, dass es dafür sehr viel braucht. Es braucht Zugänge, es braucht politischer Wille, es braucht Geld, es braucht Ressourcen, es braucht Angebote. Ich muss nochmal von der Pressekonferenz nochmal zurückkommen, sind wir auf die Idee gekommen, warum das eigentlich neben Mülltrennung und anderen wichtigen Sachen zum Beispiel nie in Integrations- oder Sprachkursen Thema ist und dass ich schon, ich glaube das letzte Mal war von Verdi oder so, gab es irgendeine Aufklärungsbroschüre mit so Comic-Menschen und ganz viel beschrifteten Körperteilen, aber dieser Bereich blieb weiß. Und ich fragte mich, warum. Das zum Beispiel, ja, dass man den Zugang gestaltet und Zugang schafft. Die Projekte und das Konzept im Burgenlandkreis verfolgen das Ziel, wenn man so möchte, ein institutionelles Kofferverständnis herzustellen, eine reflexive Sensibilisierung auf individueller Ebene, aber eben auch auf institutioneller Ebene und damit zu ermöglichen, sich dem Thema Sexualität sensibel für eigene Zuschreibungen anzunähern und letztlich menschenrechtebasiert anzunähern, um die Auseinandersetzung so zu gestalten, dass sie am Ende zur Wahrnehmung eigener sexueller Selbstbestimmung befähigt. Denn das ist es, was es ist. Sexuelle Bildung verschafft immer Zugang zu einem Menschenrecht. Und ich habe da jetzt mal ein Zitat gewählt, was ein ehemaliger Präsident von der Planned Parenthood Federation gesagt hat. A right is not a right if it's unknown. Also ein Recht ist kein Recht, wenn es keiner kennt. Und sexuelle Bildung verfolgt dieses Ziel, diese Rechte auch deutlich und für alle zugänglich zu machen. Sexuelle Bildung ist dabei idealerweise, um es nochmal zusammenzufassen, ein mehrseitiger Prozess. Ich habe schon oft, es kam jetzt immer wieder, ne, es wird mit allen Seiten was machen. Sie hat immer das Ziel, Räume zu schaffen, um Auseinandersetzungen und Fragen zu ermöglichen. Wenn Sie nachher noch den kurzen Film sehen vor der Podiumsdiskussion, werden Sie auch sehen, dass es da eine Veranstaltung mit Jungs gab, wo man halt sieht, wie es ist, wenn das gewagt wird, Fragen zu stellen. Und es ist immer auch diese Räume braucht. Sexuelle Bildung sollte immer Menschen befähigen, ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung individuell wahrnehmen zu können, aber dafür braucht es das Wissen, was im eigenen Koffer ist, wie der Inhalt des Koffers mein eigenes Handeln beeinflusst und wie mit anderen Koffern umgegangen werden kann. Im Burgenlandkreis ist damit auf verschiedene Weise sehr beeindruckend gestartet worden und dieses Projekt ist, wie ich finde, super engagiert.
Das freut mich, das ist sehr begrüßenswert und ich hoffe und wünsche mir doll und sehr, dass das weitergeht und dass das, dass der Ansatz weiter verfolgt wird. Ja, vielen Dank. Willkommen zurück. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Pause, konnten sich stärken, vielleicht ein paar Minuten auch die Sonne genießen, die ja heute noch mal sehr schön hier in Naumburg scheint, und hatten auch Zeit für anregende Gespräche. Frau Edmatscher meinte gerade schon, die Pausen sind eigentlich das Wichtigere bei diesen Tagungen und nicht die Vorträge, weil da kann eben viel an Vernetzung stattfinden, viel an Reflexion, und ich hoffe, dass Sie das auch genutzt haben. Zumindest sind die anregenden Gespräche, die ich beobachten konnte, so ein kleiner Indikator dafür, dass das auch hier ganz gut funktioniert. Ich möchte jetzt Frau Delahaye-Edmatscher ankündigen für den nächsten Vortrag. Sie wird einen Vortrag halten zum Thema sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen ohne deutschen Pass in Deutschland, wird hier auch auf die Istanbul-Konvention eingehen. Frau Edmatscher ist Geschäftsführerin des Dachverbandes der Migrantinnenorganisationen in Deutschland, der MIGRA e.V., hat Rechtswissenschaften und Kooperationsökonomik studiert und in Volkswirtschaftslehre promoviert, mehrere Jahre gelehrt und geforscht an Universitäten und ist sehr vertraut, oder in ihrer Arbeit befasst sie sich mit Themen des Diversity Managements und Gender- und Migrationsthemen. Herzlich willkommen, Delahaye-Edmatscher, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ganz herzlichen Dank für die Einführung, für diese netten Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil sozusagen der heutigen Konferenz. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier eingeladen worden bin. Lieber Jürgen, Heinz-Jürgen, im Vorfeld der Konferenz, wenn wir miteinander diskutiert haben und auch ausgetauscht haben, war die Perspektive relativ klar. Ich bin keine Sozialpädagogin, ich bin auch keine Sexualpädagogin. Ich werde den Vortrag heute weniger sozusagen in Ihren Fachrichtung machen, sondern ich hoffe, dass ich von außen eine Perspektive Ihnen reinbringe und eine Makroperspektive Ihnen reinbringe, dass wir sehen, dass sehr vieles eben miteinander verwoben ist und sehr vieles wirklich uns, also mit Fäden ineinander nicht nur verwoben, sondern uns auch dem hält. Und das, was wir sind, das, was wir vorhin von Frau Hähne als Koffer dargestellt gekriegt haben, das Bild hat mir sehr gefallen, dass das sogar noch komplizierter ist. Ich, in meinen Vorlesungen oder auch in meinen Seminaren habe ich sehr gern, immer wenn ich zu Diversity Management sehr vieles beigetragen habe, habe ich das Bild, einen großen Apothekerschrank immer benutzt. Und stellen Sie sich vor, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen so diese schöne alte Apotheken kennen mit sehr vielen, unglaublich vielen Schubladen, sehr schöne Schubladen aus Holz gemacht. Und jede dieser Schubladen ist im Grunde genommen eine unserer Schubladen im Kopf. Und eine dieser Schubladen könnte man diese Koffer nennen, die wir gerade vorhin genommen haben. Aber es gibt noch viel mehr Koffern und viel mehr Schubladen, die wir haben. Und ich neige dazu immer zu sagen, dass das gut ist, dass wir manchmal solche Schubladen haben, dass das im Leben manchmal eine Orientierung gibt. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass das wirklich Schubladen sind. Und dass wir immer wieder diese Schubladen manchmal ausnehmen, gucken, ob dieser Inhalt noch passt oder ob da nicht gar irgendwelche Motten drin sind, die wir eigentlich wegfliegen lassen müssten, die Schubladen leeren müssten und vielleicht da neues Wissen, gutes Wissen, vielleicht emanzipatorisch Wissen, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, reinpacken müssen, damit wir im Leben für uns klarkommen, aber in Beziehung mit anderen Menschen klarkommen. Das ist enorm wichtig. Damit das aber so funktioniert, müssen Rahmenbedingungen richtig sein und Rahmenbedingungen klar sein. Was meine ich mit Rahmenbedingungen? Deswegen werde ich auch den Fokus meines Vortrages heute sehr stark auf Istanbul-Konvention legen. Ich werde Ihnen ganz kurz erklären, nicht wirklich sehr juristisch,
auch wenn ich vom Hause aus auch Juristin bin. Ich werde nicht den Fokus sehr stark auf juristische Rahmenbedingungen legen. Ich will aber Ihnen klar machen, was eben gesetzliche Rahmenbedingungen, auch das persönliche Miteinander, um auch eben Gewalt, das Thema Gewalt zum Beispiel an Frauen, mit beeinflusst. Bevor ich aber zur Istanbul-Konvention näher erläutere oder darauf eingehe, möchte ich ganz kurz einige Worte zum Thema Selbstbestimmungsrecht über Machtsysteme, Machtasymmetrien und Frauenkörper sagen. Etwas ganz Allgemeines. Sie alle kennen bestimmt irgendwie die große Parole, mein Körper gehört mir. Diese Parole, mein Körper gehört mir, war und ist im Grunde genommen eine zentrale Forderung von Feministinnen, nicht nur hier in Deutschland, in Europa, sondern weltweit. Hierzulande haben wir sehr oft diese Parole im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbruch gehört oder Abtreibung. Aber ich erinnere nur an den Sturmlaufen sozusagen der Konservativen und Gegner der Abtreibung nach der Verabschiedung des Berichtes der Europaparlament 2015. Das war kurz nach dem 8. März, ein oder zwei Tage später, wurde dieses Bericht eröffentlicht. Und das Europaparlament empfahl sogar eben diese Schwangerschaftsabbruch, das ist ganz wichtig, sei es zum Thema Selbstbestimmungsrecht. Und die ganzen konservativen Christen liefen dann tatsächlich auf die Straßen, und die Gegnerinnen und Gegner überall im Grunde genommen, liefen dann Sturm, damit eben auch Medien, um dagegen zu laufen. Ich erinnere auch daran, dass die Bundesregierung zum Beispiel nicht sehr weit her, sehr lange her, regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen für Sexarbeiterinnen angeordnet hat. Das heißt tatsächlich, dass Sexarbeiterinnen sich, also gezwungen werden, sich immer wieder gesundheitlichen Untersuchungen hinzugehen. Ich erinnere auch daran, dass zunehmend Angriffe auf Schwule und Lesben in der Türkei, in Russland, in der Ukraine, in Polen, in Kirgisien stattfinden, aber auch hier nicht sehr weit sind. Und in Kenia zum Beispiel, nicht sehr lange her, vor kurzem, forderten sogar viele Politiker und Politikerinnen die Steinigung von homosexuellen Menschen. Wie war das nochmal, das Thema Selbstbestimmungsrecht oder mein Körper gehört mir? Das Selbstbestimmungsrecht will als Menschenrecht verstanden werden und nicht als an Bedingungen verknüpft werden, denn Menschenrechte sind bedingungslos. Sie werden nirgendwo eigentlich an Zugehörigkeiten oder an Identitäten angeknüpft. Was wir machen, ist aber immer wieder, egal wo wir arbeiten, wo wir leben, wo wir im Kontext leben, verknüpfen wir eben diese Menschenrechte immer wieder an Bedingungen, an Zugehörigkeiten und an Identitäten. Und diese Identitäten dazugehören oder nicht dazugehören, hängt sehr viel immer wieder in diesen tatsächlichen oder zugeschriebenen Identitäten. Wie werden Menschen gelesen? Woher kommen sie? Ich kriegte gerade in der Pause von dem jungen Mann gekriegt, woher kommen sie? Weil er anscheinend mich so gelesen hat oder aufgrund meines Namens so gelesen hat. Was macht es aber? Ne? Also warum machen wir das automatisch auch so? Wir machen es sehr oft, um sehr vereinfacht das zu sagen, um diesen Zugang zu diesem Koffer und zu sagen, ist das jetzt die deutsche Sexualität, die da drin steckt, wenn es die gibt? Oder ist es die kurdische, so wie meine Wurzel? Und ich neige sogar auch dazu zu sagen, ich habe weniger Wurzeln als viel mehr Flügel. Ja? Die sollen mich tragen, keine Wurzel. Und was macht es aber auch mit uns, wenn wir tatsächlich in Zusammenarbeit zusammenkommen und gar in so einem intimen Thema wie Sexualität miteinander reden? Wir denken, wir tun erstmal diese Schubladen dahin und ich komme nochmal zurück. Aber allein sozusagen diese Forderung, mein Körper gehört mir, kommt, also in diesen Forderungen kommen zweierlei zum Ausdruck. Einerseits, und das ist eigentlich das Absurdeste, was ich finde, fordern wir etwas, was so etwas wie selbstverständlich sein müsste. Denn wenn mein Körper nicht mir gehört, wem kann es überhaupt gehören? Wem soll es gehören? Aber die Forderung bringt es ja immer wieder auf den Punkt. Und selbst in einem Europa des 21. Jahrhunderts fordern Feministinnen das immer noch. Und wenn sie das fordern, heißt es, dass sie tagtäglich tatsächlich darum kämpfen. Dass sie das immer wieder einfordern müssen, zu sagen, mein Körper gehört mir, ich entscheide über meinen Körper. Und das nicht nur im Zusammenhang von Abtreibung oder im Zusammenhang, ob ich ein Baby behalten möchte oder nicht und ein Kind haben möchte oder nicht, nicht nur in dem Zusammenhang, sondern immer und überall gehört sie mir.
Nur ich kann darüber entscheiden und niemand anders. Nicht mein Vater, nicht ein Volk, nicht irgendwelche Gesetze und auch nicht irgendein Partner oder Partnerin, sondern ich. Und das ist das Wichtigste, das Selbstbestimmungsrecht. Wenn wir das begreifen, wenn wir das tatsächlich verinnerlicht haben, dann können wir auch teilweise grenzenlos tatsächlich dem anderen begegnen. Aber sehr oft ist es leider nicht der Fall. Denn nach wie vor ist in verschiedensten gesellschaftlichen Zusammenhängen, und das leider eben auch weltweit, eben diese Forderung noch immer aktuell. Und sie muss immer wieder und erneut und aufs Neue erkämpft werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Macht und Herrschaft über Frauenkörper ist nicht nur eine historische Erfahrung, sondern sie drückt sich leider bis heute noch in sehr vielfältiger Art und Weise aus. Wir begegnen ihr in religiösen, in politischen, in rassistischen oder auch in kolonialen Zusammenhängen. Und sie ist immer wieder ein zentrales sozusagen Ziel fundamentalistischer Denke und Ideologien und auch Praxis. Sie ist Bestandteil des Patriarchats und zugleich dessen Zentrum, ich würde sogar sagen dessen Herzstück. Und gerade Migrantinnen und Migranten, vor allem geflüchtete Frauen, haben enorme Einschränkungen, ihr individuelles Selbstbestimmungsrecht zu leben bzw. in Anspruch zu nehmen. Soziale Normen, kulturelle Vorstellungen, Wertvorstellungen und vor allem aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen hindern sie daran, dessen Menschenrecht bzw. eben gerade dieses Menschenrecht in Anspruch zu nehmen. Wie meine ich das? Das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, die sogenannte Istanbul-Konvention, so wird sie abgekürzt, ist von 45 Staaten des Europarates und der EU unterzeichnet worden. Im Jahr 2011 bereits in Istanbul, deswegen heißt sie auch nur Istanbul-Konvention. Ausnahme sind Russland und Aserbaidschan. 34 Europastaaten haben die Istanbul-Konvention bis heute ratifiziert. Deutschland ist seit dem 1. Februar 2018 ist dieses Recht geltendes Recht in Deutschland. Und die Istanbul-Konvention ist der erste Menschenrechtsvertrag, im europäischen Raum vor allem, der jede Form von Gewalt gegen Frauen, von geschlechterspezifischer Diskriminierung bis zur körperlichen Gewalt, ob zu Hause oder auf der Straße, im öffentlichen Raum also, als Menschenrechtsverletzung bezeichnet und definiert. Und sie ist zugleich das umfassendste internationale Abkommen, das sich die Bekämpfung dieser Art von Menschenrechtsverletzungen zum Ziel gesetzt hat. Die Konvention verfolgt einen sehr klaren Ansatz mit drei thematischen und einem steuerungsorientierten Handlungsfeld. Die drei thematischen Handlungsfelder sind Gewaltprävention, also Vorbeugung und Verminderung von Gewalt und häusliche Gewalt. Dazu gehören auch Aufklärung, Sensibilisierung, Vermeidung von stereotypischer Darstellung zum Beispiel von Frauen und Männern in Medien und in der Öffentlichkeit. Das zweite ist Gewaltschutz und Unterstützung. Das heißt, hier müssen angemessene Schutzräume, Schutzorte und Unterstützung sozusagen von gewaltbetroffenen Opfern geben. Also Bundes-, Landes- und kommunalpolitische Ebene muss tatsächlich, also die müssen verpflichtet werden, geeignete Schutzräume zu schaffen, diese finanziell abzusichern und sie personell so auszustatten, dass tatsächliche Unterstützung auch da ist. Und das nächste, die dritte wichtige Säule, ist Strafverfolgung. Also Verfolgung von Straftaten und zur Verantwortung ziehen von sozusagen sogenannten Tatpersonen. Die Istanbul-Konvention führt eine Reihe neue Straftatbestände ein, wie zum Beispiel weibliche Genitalverstümmelung oder Zwangsheirat oder Nachstellung, Zwangsabtreibung und Zwangssterilisation. Das sind alle Forderungen, die nicht nur Feministinnen, sondern sehr emanzipierte Menschen im Grunde genommen seit Jahrzehnten einfordern. Und das ist ein Instrument dieser Konvention, die uns tatsächlich das in die Hand gibt, um nicht nur mit Prävention Arbeit zu machen, sondern Staaten und Länder dazu auch verpflichtet, das anzugehen.
Das bedeutet also, dass Staaten verpflichtet sind, wichtige Straftatbestände in ihren Strafgesetzbuch aufzunehmen, die bislang nicht überall der Fall war. Das bedeutet also, dass dieses Völkerrechtsabkommen, die Staaten, die das unterzeichnet haben, in ihre eigenen Ländergesetze gucken müssen und alle gesetzliche Bestandteile, die angepasst werden müssen, nicht nur Strafgesetzbuch, ne, so war das, was ich gerade gesagt habe, sondern auch im BGB und in anderen im Sozialgesetzbuch, alles, was dazu tatsächlich notwendig ist, in den jeweiligen Staaten anzupassen. Ratter, 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 Deutschland hat angefangen. Sie müssen darüber hinaus zum Beispiel eine Koordinationsstelle erstellen. Sie müssen darüber hinaus neben der Koordinationsstelle tatsächlich eben auch auf Länderebene, aber auch vor allem auf Bundesebene eine Stelle haben, die tatsächlich eine Art Monitoring macht ständig, damit tatsächlich das, was sie unterzeichnet haben, auch auf der Bundesebene, auf der Landesebene, in den Kommunen tatsächlich umgesetzt wird. Auf der Bundesebene sind wir gerade dabei, als NGOs eine größere Gruppe sozusagen von Nichtregierungsorganisationen, wo sehr viele unterschiedliche Frauenorganisationen sitzen, darauf hinzuwirken, dass tatsächlich die Bundesregierung das auch umsetzt. Auf der Landesebene, zum Beispiel Sachsen-Anhalt, ist auch langsam dabei, tatsächlich eine Arbeitsgruppe zu gründen. Es gab eine erste Anhörung diesbezüglich. Auf der kommunalen Ebene muss das passieren und so weiter. Das heißt, sie sind verpflichtet, all das, was in diesen drei Säulen drin ist, auch umzusetzen. Meine Damen und Herren, die Istanbul-Konvention ist damit ein sehr bestärkendes und ein sehr wirksames Einkommen eigentlich. Und sie besagt, dass Frauen und Mädchen ein Recht darauf haben, ein Leben in Sicherheit und körperliche Unversehrtheit zu verbringen. Denn Frauenrechte sind Menschenrechte. Das Besondere ist, das Istanbul-Abkommen verpflichtet alle diese Unterzeichnerstaaten zu einem umfassenden und koordinierten Vorgehen. Wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, müssen sie sozusagen einmal ihre tatsächlichen Recht anpassen und Verordnungen anbringen. Und darüber hinaus müssen sie tatsächlich in den lokalen Ebene alle Maßnahmen unternehmen, damit das tatsächlich auch umgesetzt wird. Ich weise nur zum Beispiel in Sachsen-Anhalt darauf hin, oder auch in Sachsen und Thüringen haben wir das Gleiche, aber auch in westlichen Bundesländern, dass zum Beispiel pro 10.000 Einwohner ein Frauenhausplatz sein muss. Und davon sind wir in Sachsen-Anhalt, aber auch in Sachsen sehr, sehr weit entfernt. So. Das ist aber ein Menschenrecht, das heißt, die Staaten und die Kommunen müssen das errichten. Gewalt gegen Frauen und Mädchen, insbesondere Gewalt in Partnerschaftsbeziehungen, ist ein großes Problem. Sie betrifft alle gesellschaftlichen Schichten, alle Milieus, alle Nationalitäten. Gewalt betrifft in allermeisten Fällen aber Frauen und Kinder. Die Zahlen, die es offiziell gibt, erschrecken uns jedes Mal. Allein im vergangenen Jahr wurden fast 140.000 Menschen in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner misshandelt, gestalkt oder bedroht. 82% davon waren Frauen. Und auch die sogenannte Femizide, also Morde an Frauen, steigen. In Deutschland gab es zum Beispiel nach dem letzten Kriminalstatistik 2017 insgesamt 364 solche Fälle. Sie sind sogenannte Opfer Partnerschaftsgewalt. Wie hoch die Dunkelziffer tatsächlich ist, wissen wir nicht. Und es gibt leider auch nicht mal Statistik, sondern auch keine Monitoringstelle dazu, um das zu erheben und tatsächlich nachzuzeigen. Wir arbeiten zum Beispiel europaweit auch mit anderen Ländern. Frankreich hatte Anfang September, am 2. September sogar, haben die französische Feministinnen eine Statistik erhoben, die erschreckend war. Wo in Frankreich tatsächlich Frauen die Opfer eben Morde vom Partnerschaftsgewalt waren. Aber auch neue Formen von Gewalt, die mit den digitalen Medien und zu verzeichnen sind. Also Hasskommentare, Beleidigungen und Schmähungen stehen sozusagen in sozialen Medien auf der Tagesordnung. Gerade diese Art von Gewalt wird durch Anonymität des Internets und seine Wirkungsbreite sehr begünstigt. Und wie können wir also entschlossen dem entgegenwirken? Wie können wir diesen immer rauer werdenden Klima im alltäglichen Miteinander für Werte wie Respekt, Solidarität, Toleranz,
Rücksichtnahme, Fairness oder Hilfsbereitschaft werben oder gar für Menschenrechte werben. Und gerade hier kann Prävention eine sehr große und sehr bedeutende Rolle spielen. Eine umfangreiche Umsetzung zum Beispiel der Istanbul-Konvention kann auch hier sehr, sehr hilfreich sein. Und sehr geehrte Damen und Herren, eine Gesellschaft, die einzelne Gruppen schlechter behandelt als andere, schwächt nicht nur diese einzelnen Gruppen, beschneidet nicht nur deren Rechte, sondern sie schwächt die Demokratie, in der sie selber lebt. Und die Vorbehalte betreffen gerade diese drei Artikel, die die Bundesregierung als Vorbehalt erhoben hat, gerade diejenigen, die in der Konvention als besondere schutzbedürftige Personen betrifft. Diese Artikel betreffen ausschließlich Frauen und Mädchen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Sie will diese Artikel nicht anwenden, weil die Belange von gewaltbetroffenen geflüchteten Frauen durch das Aufenthaltsrecht geregelt seien. Damit schließt die Bundesregierung faktisch gerade jene Gruppen aus, die durch die Istanbul-Konvention in besonderer Weise geschützt werden sollten. Was will also uns die Bundesregierung damit sagen? Und vor allem, welche Signale gibt sie natürlich in die Gesellschaft? Will man damit uns sagen, wir benötigen keinen Schutz vor Gewalt, weil wir sehr emanzipiert sind, weil unsere Gesellschaften, die und wir aus unterschiedlichen Kontexten kommen und Gewalt da nicht existiert? Oder alle Frauen sind zwar durch die Istanbul-Konvention geschützt, nur nicht Frauen mit unsicheren Aufenthaltsstatus? Und wo bleiben da die Menschenrechte? Die Bundesregierung begründet zum Beispiel die Nichtanwendung des Artikels 59, das ist nämlich einer der Artikel, die sie ausgenommen hat, den sie unter Verdacht hatte, beziehungsweise eben nicht ratifiziert hat, mit dem deutschen Aufenthaltsgesetz, in den Fällen für häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen durch Härtefall geregelt sei. Ne? Aber eine Härtefallregelung in einem Bundesgesetz hat natürlich nicht die gleiche Bedeutung wie ein multinationales Menschenrechtsabkommen. Und eine Härtefallregelung geht vor einem Einzelfall aus. Das heißt, die Entscheidung, ob es sich um einen Härtefall handelt oder nicht, wird bei bedrohten Abschiebungen zum Beispiel von einer Härtefallkommission gefällt. Und diese Kommission ist von Bundesland zum Bundesland völlig unterschiedlich besetzt. Das heißt, wenn eine Frau zum Beispiel in diesen Gewaltsituationen irgendwie zu einem Aufenthaltsbehörde gehen würde und den Sacharbeiter erzählen würde, dass sie tatsächlich Gewalt betroffen ist, müsste eben genau dieser Mitarbeiter der Ausländerbehörde sehr, sehr, sehr frauenfreundlich sein, sehr, sehr, sehr menschenfreundlich sein und tatsächlich die Geschichte dieser Frau abnehmen. Die Praxis zeigt genau das Gegenteil, dass Frauen sich also nicht trauen, tatsächlich in die Ausländerbehörde das vorzutragen, das ist das eine. Zweitens ist es tatsächlich in seinem Ermessen, ob er das als Härtefall bewertet oder nicht und damit tatsächlich die Frau aus der Gewaltsituation nimmt. Und drittens, gerade bei Abschiebungen, also jene Menschen, die tatsächlich geduldet sind und die von Abschiebung bedroht sind, die dann einen solchen Fall vor die Härtefallkommission bringen wollen, eben diese Härtefallkommission von sehr unterschiedlichen Institutionen besetzt ist und das ist manchmal sehr willkürlich, wer tatsächlich in so einer Härtefallkommission sitzt. Und diese Härtefallkommission nimmt eben nicht diesen Härtefall an. Sie entscheiden, ob sie das annehmen oder nicht. Und erst wenn sie angenommen haben, kann dann dieser Härtefall in die nächste Stufe gehen, das heißt zum Beispiel Innenministerium eines Bundeslandes vorlegen. Und dann entscheidet das Innenministerium, ob tatsächlich eben das hier um einen Härtefall handelt und ob sie dann nicht abgeschoben werden. Und Sie müssen jetzt diese einzelnen Schritte sich angucken. Wir werden dann nachher noch im Anschluss noch einen aus einem sehr praxisbezogenen Vortrag hören. Und ich weiß nicht, wenn Frauen tatsächlich in so einer Situation sind, ob sie das alles tun können, überhaupt in der Lage ist, ein Mensch in der Lage ist, so etwas zu machen. Ja? Und das heißt, in so einer Situation, wenn wir einen,
ein Abkommen haben, das tatsächlich präventiv etwas hindern soll oder wenn es etwas geschieht, dann tatsächlich diesen Frauen, weil sie Frauen sind, schützen, wird hier tatsächlich gerade ausgenommen, weil gerade eben diese Paragraphen von der Bundesregierung eben nicht ratifiziert sind. Das bedeutet für geflüchtete Frauen in Gewaltsituationen eben eine größere rechtliche Unsicherheit. Und das bedeutet auch für Beratungsstellen, dass sie betroffene Frauen nicht sicher beraten können. Und das bedeutet, der Gewaltschutz für Frauen, Mädchen, LGBTQ-Personen hängt sehr stark von dem Urteilsvermögen einzelner Personen ab, egal ob es in die Ausländerbehörde ist oder die Härtefallkommission. Gewalttätige Akte gegen Frauen und Mädchen sind keine Einzelfälle. Und Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist ein globales, ein politisches Problem. Und es braucht in der Tat eben auch eine politische, globale politische Lösung. Denn die Parolen auch da wieder aus der 60er Jahre, 70er Jahre der Frauenbewegung, das Politische ist privat, würde ich umgekehrt auch sagen, und das Private ist eben auch politisch leider. Die Istanbul-Konvention ist eine solche Lösung und zumindest kann sie tatsächlich das werden, wenn sie tatsächlich mit all seinen Maßnahmen umgesetzt werden kann. Ich möchte gerne eine Frau zitieren, die in einer größeren Konferenz, die International Women's Space gemacht hat, aus dem Buch mit unseren eigenen Worten, in Our Words heißt es, Zitat: In Saudi-Arabien fühlte ich mich als Sklavin. In Deutschland bin ich gefangen. Die Behörden wollten, dass ich Beweise liefere für die Dinge, die ich durchlebt habe. Ich gab ihnen alles, was ich hatte. Meine Identität, meine Geschichte, meinen Pass. Wenn du dein Land verlässt, sammelst du nicht vorher noch Beweise über das, was passiert ist. Du gehst einfach. Ich werde morgen in dem Workshop nochmal auf eine Studie eingehen, die wir im Vorfeld unserer eigenen Konferenz, die gerade vor 3 Wochen stattgefunden hat, erhoben haben zum Thema Gewalt und Gewaltprävention. Das werden wir morgen nochmal drauf eingehen. Was für uns erschreckend war, dass bei dieser empirischen Studie, die wir selber eben gemacht haben, auch, dass fast 54% der Frauen, die in diesem Prozess sind, nicht nur häusliche Gewalt, Gewalt sozusagen in den Unterkünften und so weiter berichten, sondern ein sehr großer Teil von ihnen tatsächlich auch von strukturellen Gewalt berichtet, von Gewalt in Behörden berichtet, von sexuellen Übergriffen berichtet. Und das ist natürlich etwas, was in einem Rechtsstaat und in einem, in einer Demokratie überhaupt nicht stattfinden darf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben gesehen, dass die Istanbul-Konvention ist das wichtigste Abkommen zur Bekämpfung und zur Verhütung von allen Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen im europäischen Raum. Und die Bundesregierung schließt mit dem Vorbehalt ausgerechnet jene Gruppen aus, die überdurchschnittlich von allen Formen von Gewalt betroffen sind. Und zwar nicht nur häusliche Gewalt, sondern eben auch eben strukturelle Gewalt, rassistische Gewalt, sexistische Gewalt eben auch auf der Straße. Durch diese Vorbehalt werden die Menschenrechte von geflüchteten Menschen und migrierte Frauen und Mädchen verletzt. Und darum fordern wir als Dachverband der Migrantinnen, dass die Bundesregierung ihre Vorbehalte gegen die Istanbul-Konvention zurücknehmen muss und die Rechte aller Frauen zu stärken und zu beachten. Wir fordern darüber hinaus eine bessere Qualität des Asylverfahrens für von Gewalt betroffene Frauen, Mädchen und LGBTQ-Personen mit mehr finanziellen und personellen Ressourcen in den Unterkünften. Und wir fordern eine sofortige Ende des Abschiebens von geflüchteten Frauen in allen Kriegs- und Krisenregionen. Wir fordern eine konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention und die zentrale Beteiligung von Migrantinnen und Selbstorganisationen in all den Monitoringsprozessen.
vielen Dank für die Aufmerksamkeit und stehe Ihnen für alle Fragen zur Verfügung. Ja, jetzt folgt da eine kleine technische Umbaupause. Ich möchte noch mal ein paar Gedanken von Frau Radmanca aufgreifen. Das Thema Menschenrechte bewegt uns ja in der sozialen Arbeit in vielerlei Facetten, auch in anderen Bereichen, zum Beispiel der EU-Menschenrechtscharta. Ratifizieren werden die nationalen Staaten diese Menschenrechte auf ihrer eigenen Ebene. Und auch hier haben wir in ganz anderen Bereichen durchaus Menschenrechtsverletzungen, die auch in der Bundesrepublik vorliegen. Zum Beispiel die Hartz-IV-Sanktionen wurden von der EU-Menschenrechtskommission jetzt schon mehrmals angezählt und die Bundesregierung dafür gerügt. Also wir finden diese Schwierigkeiten der Umsetzung zwischen Menschenrechten und dann wirklich geltendem Recht auf verschiedenen Ebenen. Als nächstes darf ich jetzt Dr. Sabine Ahrens-Eiber ankündigen. Dr. Sabine Ahrens-Eiber hat in Kiel an der Christian-Albrechts-Universität studiert, Psychologie und dann in Halle in diesem Fach auch promoviert. Sie ist tätig in Halle an der Saale in einer Gemeinschaftspraxis für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt auf Traumatherapie und hat auch mehrere Publikationen dazu veröffentlicht, hat auch Versorgungsangebote entwickelt, unter anderem das Angebot Trauma First. Und Dr. Sabine Ahrens-Eiber wird uns jetzt in ihrem Vortrag Trauma und sexuelle Bildung etwas aus ihrer Arbeit und ihren Gedanken zu diesem Thema berichten. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung und die nette Einführung. Ich bin seit 2006 in Halle niedergelassen und ich war, als ich mich selbstständig gemacht habe, auf alles vorbereitet, außer dass ständig das Telefon klingelt und ich nach 14 Tagen voll war. Und dann ging es ja erst richtig los. Das heißt, ich musste von morgens bis abends Menschen sagen, nein, ich habe keinen Platz. Darauf war ich weder psychisch noch organisatorisch eingestellt und dachte, das geht irgendwie nicht. Ja, die Beratungsstellen in der Umgebung, die waren alle schon, warteten, weil die wussten, dass ich eine traumaspezifische, einen Schwerpunkt habe, wollten mir gerne Leute schicken, ich konnte die nicht behandeln. Das war schrecklich. Und so habe ich mich mit drei Kolleginnen zusammengesetzt und wir haben so ein bisschen rumgesponnen. Na, wie würde denn so eine optimale Versorgung von traumatisierten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eigentlich aussehen? Haben wir uns hingesetzt und aufgeschrieben, ne? Keine Wartezeiten, Gruppen, Elterngruppe, Hausbesuche. Und damals war ich noch so ein bisschen naiv, ja, habe ich bei der KV angerufen und gesagt, sagen Sie mal, also hier mit den traumatisierten Kindern, das läuft doch nicht gut. Und die so, ja, finden Sie? Ich so, ja, da muss mal was anderes her. Na ja, haben sie gesagt, dann kommen Sie doch mal. Also bin ich nach Magdeburg gefahren, hatte ein Gespräch mit einem der Chefchen da von der KV und die meinten, hört sich ja irgendwie gut an, aber Sie müssen es mal noch aufschreiben, so ein Konzept. Ja, Konzepte schreiben kann ich also gut. Und habe ich ein Konzept geschrieben. Die KV hat gesagt, ja, das ist schön, wir suchen Ihnen mal eine Kasse. Ja, aha. Und sie sucht mir also eine Kasse und dann gab es Vertragsverhandlungen, worauf man so als Psychologin und meine Kollegin als Sozialpädagogin wir so gar nicht eingestellt waren. Und es ging immer hin und her zwischen der Techniker und der KV und die KV sagte, wir machen das wie beim Rücken und die Techniker sagte, nein, wir machen das wie beim Knie. Und wir dachten immer, na gut, wir warten mal ab, was jetzt rauskommt und hatten dann innerhalb von 3 Monaten einen bis heute bundesweit einmaligen Versorgungsvertrag. Und seither, also seit 2008, dürfen wir letztlich unbegrenzt traumatisierte Kinder und Jugendliche behandeln, solange der Kostenträger zustimmt. Mit einer Kasse braucht er gar nicht zustimmen, die anderen stimmen derzeit zunehmend zu, bis auf einen sehr großen Kostenträger, den ich jetzt mal nicht namentlich nennen möchte. Aber ich bin ja Optimistin als Psychotherapeutin. Wer weiß, ob das nicht auch noch kommt. Ja, und so ist es, konnten wir genau das umsetzen, was wir wollten. Also wir haben wirklich jeden Tag in der Woche und tatsächlich auch von morgens bis abends Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in unseren Gruppen in der Einzeltherapie und konnten da verschiedenste Materialien auch
publizieren dazu, sodass also mein Tag größtenteils, also zu 80% aus Traumatherapie besteht. Ja, gelegentlich gönne ich mir auch einen Depressiven oder einen Mensch mit einer Phobie. Aber in der Regel machen wir Traumatherapie. Wir sind ein recht großes Team. Wir dürfen auch Leute anstellen. Ja, das ist einfach so passiert in diesem Vertrag. Ich wusste gar nicht, wie grandios das ist, bis ich erfuhr, dass es sonst nicht so üblich ist. Naja. Ja, also und wir haben da nach wie vor sehr viel Freude. Wir haben 3 Unis, die unser Programm evaluieren, gewinnen können und die Ergebnisse sind auch sehr vielversprechend und auch schon publiziert. Ja, so viel am Rande. Ja, worum geht's? Wo möchte ich einen kleinen Überblick geben? Und ich entschuldige mich gleich, dass ich nicht so schön gendern kann wie der Großteil meiner Vorredner. Also entschuldigen Sie meine sprachlichen Unzulänglichkeiten. Da sind wir als Psychotherapeuten meistens noch ein bisschen hinten dran. Ich übe mich aber. Worüber ich heute sprechen möchte, sind traumatische Ereignisse, Traumafolgen, die besondere Situation geflüchteter Menschen und sexuelle Bildung mit für traumatisierte Menschen, die Risiken, die Chancen und die Besonderheiten, mit denen wir hier zu tun haben. Was ist überhaupt ein Trauma? Also was gilt als Trauma? Heute findet ja fast jeder fast alles traumatisch. Ja, Condor geht pleite, welch Trauma? Nein, das ist kein Trauma, sondern ein Trauma im Sinne des Gesundheitssystems, also was eine psychische Störung verursachen kann, ist eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung, also katastrophenartigen Ausmaßes, die bei jedem oder bei fast jedem tiefe Verstörung hervorrufen kann. In der Regel ist ein Trauma begleitet von Angst, Entsetzen bzw. Hilflosigkeit. Beispiele sind sexualisierte Gewalt, Krieg, Unfälle, Überfälle. Wir haben 2 diagnostische Kriterienkataloge, auf die wir weltweit hören und nach denen wir Dinge diagnostizieren. Das ist einmal die ICD-10, die in unserem Gesundheitssystem gilt und von der WHO veröffentlicht wird. Hier haben wir die Definition, ein belastendes Ereignis oder eine Situation, wie ich gerade sagte, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Also hier wird definiert über das, wie es jedem damit gehen würde oder fast jedem damit gehen würde. Das DSM-4 oder DSM-5, was jetzt neu erschienen ist, wird hier ein bisschen genauer. Es sagt, es handelt sich hier um eine potenzielle oder reale Todesbedrohung, ernsthafte Verletzung oder eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit bei sich oder bei anderen. Weiterhin geht auch diese Definition davon aus, dass mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Schrecken reagiert wird. Wieso wird es immer so betont? Weil wir wissen, dass Menschen, die traumatischen Ereignissen ausgesetzt sind und währenddessen beispielsweise bewusstlos werden, in der Regel nicht traumatisiert sind. Also wenn wir 2 Personen in einem Auto haben, die haben einen Unfall, die eine Person verliert das Bewusstsein, die andere bleibt bei Bewusstsein und kriegt mit, wie die Feuerwehr sie rausschneidet, haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gesunde Person und eine kranke Person anschließend. Ja, weil die es nicht mitbekommen hat, daraus oftmals keine psychische Störung entwickelt. Wir haben 2 Arten von Traumatypen. Einmal das sogenannte Typ 1 Trauma, ein einmaliges, plötzliches, unkontrollierbares Ereignis. Und wir haben das Typ 2 Trauma, wiederholte verschiedene Einzelereignisse. Verlauf ist nicht vorhersehbar. Längere Dauer, meist Beginn im Kindesalter, muss aber nicht sein. Wenn wir mit geflüchteten Menschen zu tun haben, sind sie meist dem Typ-2-Trauma ausgesetzt gewesen, oft einer Vielzahl an traumatischen Ereignissen und die sie oft nicht vollständig benennen. Wenn mich jemand fragen würde, was ist eigentlich der Unterschied in der Diagnostik mit geflüchteten Menschen und mit Menschen, die nicht geflüchtet sind, ist der Unterschied, wenn ich einen geflüchteten Jugendlichen frage, was hast du an traumatischen Ereignissen erlebt, wird er mir das Schlimmste nennen, ja, oder das, was ihn am meisten beschäftigt. Und wenn ich keinen Fragebogen verwende oder kein standardisiertes Interview und nicht explizit nachfrage, zum Beispiel, warst du dabei, wie jemand ermordet worden ist oder ist jemand aus deinem Freundeskreis entführt worden, sagen die geflüchteten Jugendlichen, ja klar, das habe ich auch erlebt. Aber es ist nichts, was sie von selber schildern würden, weil sie es so normal finden. Und das finden wir bei den Jugendlichen, die hier sozialisiert worden sind, nicht.
ja, sondern die benennen uns alles, was sie an Schrecklichkeiten erlebt haben. Bei den geflüchteten Jugendlichen und auch bei den Kindern muss ich alles genau nachfragen, weil sie bei manchen Sachen, auch die ganz Kleinen, sagen, na klar, kenne ich das, na klar, habe ich das erlebt, wieso fragst du überhaupt? Weil sie es selbstverständlich nehmen. Und das ist was Entscheidendes. Hier sehen Sie eine Übersicht von Herrn Professor Merger, wo Sie diese Typ-2-Traumata, Typ 1, Typ 2, nochmal aufgeteilt sehen. Einmal in zufällig ereignete Dinge und menschlich verursachte Traumata. Am schädigendsten sind die Typ-2-Traumata, die durch Menschen gemacht wurden. Und also die sexuellen, körperlichen Misshandlungen durch andere Menschen und besonders schädigend durch Angehörige. Also es gibt nichts Schädigenderes, als durch Familienangehörige sexuell oder körperlich misshandelt zu werden. Relativ gut verkraften wir Verkehrsunfälle, auch kurz andauernde Naturkatastrophen, es sei denn, dabei ist jemand gestorben, den wir gerne hatten. Dann können auch diese Monotraumata zu katastrophalen Auswirkungen führen. Was passiert? Also welche Diagnosen können da so entstehen? Wir haben einmal die akute Belastungsreaktion, damit reagieren die meisten Menschen nach traumatischen Ereignissen, man ist total durcheinander, verwirrt, kann nichts essen, kann nicht schlafen, das legt sich meist in den ersten Wochen. Dann haben wir die posttraumatische Belastungsstörung, den Klassiker, auf den ich noch eingehen werde. Im Kindesalter die reaktive Bindungsstörung, die bedeutet, dass die Bindungsgestaltung gestört ist und sich auch nicht so leicht wieder einregeln lässt. Und die Bindungsstörung geht mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Persönlichkeitsstörung über. Denn das ist die Beziehungsstörung, die wir im Erwachsenenalter haben. Wenn wir bei Kindern und Jugendlichen schauen, haben wir also eine Vielzahl an Störungen, die sich hier entwickeln können. Anpassungsstörung, Angststörung, Depression, Substanzmissbrauch, Bindungsstörung und etwas, was aussieht wie ADHS, aber es meistens nicht ist. Und lange Zeit war es so, dass die Diagnostiker nicht nach dem Trauma gefragt haben. Also dass in vielen Kliniken, aber auch ambulant, Kinder und Jugendliche fehlbehandelt wurden, auf eine Essstörung hin, auf eine Panikstörung hin. Und niemand hat gefragt, gab es mal was, ein belastendes Ereignis und sind vielleicht die Symptome damals erstmalig aufgetreten. Wir arbeiten immer noch schwer daran, dass es zur Routine wird, weil ich denke, dass jedes Kind, jede Jugendliche und jeder Erwachsene, der sich in Psychotherapie begibt, wenigstens eine Frage zu belastenden Ereignissen hören dürfen sollte. Ja, weil von selbst, besonders die geflüchteten Jugendlichen schildern von selbst überhaupt nichts. Und wenn wir nicht die richtigen Fragen stellen, kriegen wir auch nicht die richtigen Antworten. Hier sehen Sie die posttraumatische Belastungsstörung, die häufigste Störung, die nach traumatischen Ereignissen auftritt. Und die Kriterien, also einmal, dass ein traumatisches Ereignis stattgefunden hat, dann, dass der Patient dieses Ereignis wiedererlebt, davon Albträume hat, es wieder vor sich sieht, wieder hört, wieder spürt. Das geht bis zum Taktilen, also bis dahin, dass Vergewaltigungen direkt wiedererlebt werden können. Dann die Vermeidung, also dass man versucht, diese Erinnerungen und alles, was daran erinnert, zu vermeiden. Und die Übererregung. Meine ersten Praxisstühle hatte ich schön bei IKEA gekauft mit so einem weißen Bezug und er hatte solche Litzen an den Ärmeln, die fand ich besonders schick. Und die konnte ich nach 4 Wochen aber entfernen, weil natürlich meine ganzen Patienten immer an diesen Litzen rumgeknibbelt haben. Und aus Nervosität und Aufregung waren die sofort grau bis schwarz. Und ich bin auf Leder umgestiegen, weil ich dachte, okay, hier kann jetzt nichts passieren. Ist auch bei den Enuresis-Patienten viel besser, kann ich Ihnen sagen, weil abwaschbar. Die PTBS dauert länger als einen Monat und verursacht Leiden. Die Forschung sagt uns, dass die auch sehr spät noch auftreten kann, also dass viele Jahre später bei einem bestimmten Auslösereiz plötzlich diese Störung auftreten kann. Hier sehen Sie, was im Kindes- und Jugendalter alles kommen kann, infolge von traumatischen Erfahrungen. Das ist eine Publikation schon von 2010 aus der Kindheit und Entwicklung und das spiegelt die Praxis wider. Ja, also in den AWMF-Leitlinien steht, dass fast jede Störung sich durch körperliche und sexuelle Misshandlung auslösen lässt. Die Folien stehen zur Verfügung übrigens, ja, also die, da haben Sie Zugang.
Bei Kindern, was ist da speziell, also was ist da anders als bei Erwachsenen? Die verhalten sich oftmals anklammernd oder aggressiv, ja, beißen, treten, hauen. Wir haben auch ziemlich wilde Kinder in unseren Gruppen, oft Dunkelangst, Angst vorm Alleinsein, psychosomatische Beschwerden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Bei Kindern ist die Vermeidung oft nicht so zu sehen, weil solange sie bei Mama oder Papa sind oder bei jemandem, den sie lieben und dem so ein bisschen am Rockzipfel hängen können, fällt es nicht so auf. Ja, Kinder können Dinge leichter umgehen, aber die Vermeidung ist trotzdem da. Emotionale Taubheit haben wir und, wenn es ganz schlimm kommt, die stereotypen autoaggressiven Handlungen, also dass Kinder und auch Jugendlichen beispielsweise ihren Kopf immer gegen die Wand schlagen, kleine Kinder das gegen das Gitterbettchen schlagen oder so. Dramatisch und bei fast allen Patienten ist die Idee einer verkürzten Zukunft. Also Kinder und Jugendliche denken, sie werden sowieso nicht erwachsen, weil man stirbt eh vorher. Dann braucht man sich auch nicht in der Schule anzustrengen. Ja, dann braucht man viele Dinge nicht machen, braucht man auch nicht aufstehen eigentlich. Ein weiterer problematischer Bereich ist, dass Menschen nach Traumatisierung in der Entwicklungsphase oft bereits erworbene Fähigkeiten verlieren. Das heißt, sie konnten schon lesen und schreiben und können das plötzlich nicht mehr. Oder sie brauchten keine Windel mehr und pullern plötzlich wieder ein, fangen wieder an, am Daumen zu lutschen, entwickeln Trennungsängste. Und dieses Einnässen ist nicht so, dass das nur bei den Grundschulkindern auftritt, sondern das kann auch bei Jugendlichen und bei Erwachsenen passieren. Und stellen Sie sich vor, ja, jemand ist eh schon traumatisiert, sitzt in der 8. Klasse in der Schule, ist aufgeregt und nässt ein. Totale Katastrophe. Also wir haben sehr viele umfängliche Traumafolgestörungen, die bei Kindern und Jugendlichen auftreten. Aber nicht zu vergessen, bei einmaligen Trauma bleiben die meisten Menschen gesund. Ja, also es ist nicht per se, jeder traumatisierte Mensch braucht eine Psychotherapie, sondern wir haben bei den geflüchteten Menschen sind die Studien zwischen 30% und 60%, wo eine posttraumatische Belastungsstörung auftritt. Oft werden die fehlinterpretiert, ja, dass die Kinder und Jugendlichen eine Störung des Sozialverhaltens kriegen, weil sie sich nicht kontrollieren können, eine Anorexie, weil sie nichts essen mögen, ADHS, weil sie so hibbelig sind. Also hier bekommen wir oft Fehldiagnosen und das ist empirisch auch gut belegt, dass es eine Gruppe ist, die häufig fehldiagnostiziert wird und dann auch keine Traumatherapie bekommt. Was passiert in den verschiedenen Lebensbereichen? Die Kinder, das Spielverhalten ist eingeschränkt. Das Verhältnis in der Eltern-Kind-Beziehung kann schwierig werden. Die Kinder fangen an, die Eltern zu beschützen, ja, weil es kann ja was Gefährliches passieren und du konntest mich ja nicht beschützen, also beschütze ich dich jetzt mal. Mit Gleichaltrigen kann es zu einer reduzierten Impulskontrolle kommen, es kann Ablehnung erfahren, körperliche Entstellung, Entwicklungsrückschritte. Hier kann es Ablehnung durch Gleichaltrige geben, aber auch in der Schule durch Lehrkräfte. Also ich erinnere mich gut an einen Patienten, der durch einen Übergriff eines Gleichaltrigen sein Auge verloren hatte, also der auf einem Auge blind war und auf dem anderen sehbehindert und sein Lehrer rief ihn auf mit Matschauge. Also hat ihn aufgerufen, hat angefangen zu sprechen und hat ihn Matschauge genannt. Das ist sicher eine Ausnahme, aber trotzdem keine sehr, sehr seltene. Ja, also dass wir hier schon auch manchmal durch Pädagogen vielleicht aus Unwissenheit oder aus Unsicherheit auch Abwertung erleben gegenüber unseren Patienten. Dann, was hier auch geschädigt werden kann, sind die Schemata zur Gerechtigkeit. Wird der Mörder meiner Eltern bestraft oder nicht? Der kommt frei, der wird nicht bestraft. Ja, großes Thema bei den Geflüchteten, die Taliban. Ja, die werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Die haben meine Eltern umgebracht, die haben meine ganze Familie ausgelöscht und es passiert nichts. Unter dieser Voraussetzung ist es schwierig, ein Konzept von höherer Gerechtigkeit zu entwickeln. Dann haben wir hier ein hohes Risiko der Selbstschädigung, also dass die Jugendlichen anfangen, sich selbst zu verletzen. Auch Suizidalität ist bei traumatisierten Menschen erhöht und bei den jüngeren Kindern kann sich auch zeigen, was ich vorhin schon sagte, dass sie anfangen, sich zu schaukeln und zu wiegen. Man vermutet, dass sie dann körpereigene Opiate freisetzen, wenn sie in so einen Trancezustand kommen. Insgesamt haben wir inzwischen auch Daten, was die körperlichen Erkrankungen angeht, ja, dass traumatisierte Menschen auch ein höheres beispielsweise Diabetesrisiko haben auf lange Dauer. Das ist in Kriegspopulationen sehr gut nachgewiesen durch Frau Professor Glesmer aus Leipzig.
Die Kleinen, die werden trennungsängstlich, die können aggressiv werden und die können Ängste entwickeln, die mit dem Trauma erstmal auf ersten Blick nichts zu tun haben. Und sie können auch wieder, auch bis zum höheren Alter hin, wieder anfangen einzunässen oder einzukoten. Die, hier habe ich aus der Handreichung von Herrn Professor Voss und Kollegen herauskopiert, die finde ich wirklich ganz hervorragend. Hier sehen Sie die besondere Situation geflüchteter Menschen. Wir haben also große Probleme, aber in gewissen Bereichen auch keinerlei Unterschiede zwischen den Kindern und Jugendlichen mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrungen. Aber, also, und den Satz fand ich besonders schön und auf den bin ich dann noch weiter eingegangen, geflüchtete junge Menschen beschäftigen sich genauso mit ihrem Körper und seinen Veränderungen, mit Gefühlen wie Liebe und Verliebtsein, sexuellem Verlangen und so weiter. Natürlich haben die geflüchteten Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit intensive Traumatisierung erlebt, meist sequenziell, ja, den Anlass der Flucht, Verfolgung, Ermordung, was auch immer, dann die Flucht selbst, auf deren Weg Traumatisierung geschehen kann. Bei den Patienten, die ich habe, sind alle Menschen, die mit einem Schiff gekommen sind, in der Regel schwer traumatisiert und haben Leichen gesehen. Auch Kinder haben Leichen gesehen und waren mit denen in so einem Schiffsbauch eingesperrt. Also wirklich dramatisch. Und dann als dritter Punkt, wie ist es, wenn man hier ankommt? Ja, was erlebe ich für einen Empfang? Was erlebe ich in meiner Unterkunft? Werde ich gut aufgenommen? Werde ich nicht gut aufgenommen? Also diese drei Stufen haben wir immer zu beachten. Ja, das sagt uns auch, können Sie auch bei UNICEF sehen wir auch einen schönen Überblick. Also wir haben hier ein hohes Risiko, eine hohe Risikopopulation. Trotzdem ist nicht jeder Geflüchtete gleich psychisch krank. Wir haben hier eine aussagekräftige Datenlage, also zwischen 11 und 60% der geflüchteten Kinder leiden unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, das ist schon viele Jahre belegt. Je nachdem, aus welcher Kriegsregion die Kinder stammen, sind die Zahlen der, also sind die Erkrankungsraten unterschiedlich hoch. Und die posttraumatische Belastungsstörung geht nicht einfach weg. Die bleibt. Also wenn sie nicht behandelt wird, haben wir eine ganz geringe Remissionsrate. Ja, wir haben viele psychische Probleme, die legen sich auch mal wieder. Die posttraumatische Belastungsstörung in der Regel nicht, sondern bleibt bei einem Großteil der Patienten stabil. Im Jugendalter ist es ja so, dass wir sowieso viele Herausforderungen haben. Ja, das Verhältnis zum Körper, man wächst, man sieht schlaksig aus, Sexualität entwickelt sich auf die unmöglichsten Arten und Weisen. Man muss sich dem eigenen Geschlecht gegenüber verhalten, dem anderen. Man muss entscheiden, was ist man überhaupt, welches Geschlecht, wo fühlt man sich hingezogen. Und wenn zwischen diesen an sich schon extrem anspruchsvollen Prozess noch die Folgen einer Traumatisierung kommen, das ist für die Jugendlichen wirklich extrem schwierig. Die schulische Performance ist oftmals beeinträchtigt, die Gestaltung von Freundschaften, die Aufnahme erster Partnerschaften ist unter der Bedingung einer Traumatisierung schwierig. Ja, hier habe ich dieses Zitat aus der Handreichung und dachte, ich schaue jetzt mal für diese einzelnen Punkte, was macht da Traumatisierung eigentlich? Und wenn Sie hier den ersten Teil sehen, geflüchtete junge Menschen beschäftigen sich genauso mit ihrem Körper und seinen Veränderungen, dem äußeren Erscheinungsbild. Was kann traumatische Erfahrung bewirken? Mögliche Folgen traumatischer Erlebnisse sind Selbsthass, Ekel, der Wunsch, nie erwachsen zu werden, die Ablehnung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale, ja, bis dahin zu versuchen, sie zu entfernen, sich wegzumachen, was eine typische Folge von sexuellem Gewalterleben wäre, Selbstverletzung, der Wunsch, dem eigenen Körper zu entkommen und Abspaltung, das bin ich gar nicht, das gehört gar nicht zu mir. Ja, manchmal habe ich Jugendliche, die sagen, ich weiß gar nicht mit diesem Körper, wenn ich den nur loswerden könnte. Und wenn ich dann frage, ja, aber was wäre da noch übrig? Ja, ich. Nee. Das extreme Abspaltung. Liebe und Verliebtsein. Ja, was machen traumatische Ereignisse? Sie erzeugen Misstrauen in andere. Nicht nur sexuelles Gewalterleben, auch körperliches Gewalterleben, auch Krieg, Misshandlung. Das zerstört oder stört das Vertrauen in andere Menschen. Und es kann die Erwartung erzeugen, verraten, betrogen und misshandelt zu werden. Also, dass ich mich lieber fernhalte von den Menschen. Gleichzeitig kann Traumatisierung das Gefühl erzeugen, es nicht wert zu sein, geliebt zu sein. Die Menschen gehen in extremen Selbstschutz, lieber andere auf Distanz halten. Ja? Nähe bedeutet Gefahr.
oder extreme Abhängigkeit. Wenn ich jetzt schon mal einen Partner oder eine Partnerin gefunden habe, darf die mich auf keinen Fall verlassen, ja, weil ich bin so mies, mich wird sowieso kein anderer nehmen. Deshalb muss ich unbedingt den festhalten und kontrollieren und immer gucken, wo der ist, was sich die meisten Menschen nicht so gern gefallen lassen. Wenn wir nach, hier haben wir das sexuelle Verlangen, das erste Mal, was wir vorhin ja auch schon hörten. Hierzu gibt es vielzählige Studien und diese Folgen sind nicht nur Folgen sexuellen Gewalterlebens, sondern sind auch für körperliche Gewalterfahrung gut belegt, nicht ganz so ausgeprägt, aber treten dennoch auf. Hypo ist ja immer ein bisschen wenig, ja, und Hyper ist zu viel, also Hyposexualität, wenig Interesse an Sexualität, kaum Ausüben von Sexualität bis hin zur Askese. Gleichzeitig, wenn wir eine posttraumatische Belastungsstörung haben, kann die bei Berührungen, bei bestimmten Gerüchen auftreten. Ja, ich hatte mal eine Patientin, die hat immer Flashbacks bekommen bei der Ansicht von männlicher Brustbehaarung. Das war für ihre Sexualität nicht sehr förderlich, da ihr Freund auch männliche Brustbehaarung aufwies. Wir haben danach ausgiebiger Bearbeitung, das ging auf den sexuellen Missbrauch in der Kindheit zurück. Und nachdem wir das alles bearbeitet haben, blieb die Sache mit den Brusthaaren. Und im Sommer wird man ja, das werden Sie kennen, gelegentlich auch männlicher Brusthaare ansichtig. Und es kommt dann dazu, bei uns Untraumatisierten, sind die Reaktionen sicher auch vielfältig, aber bei den traumatisierten Menschen, was sexuelles Gewalterleben, wenn das damit assoziiert ist, können Flashbacks kommen, ja, dass sie in Hilflosigkeit, Kontrollverlust kommen. Mit dieser Patientin, also habe ich mit ihr zusammen überlegt, wir Verhaltenstherapeuten machen ja auch in vivo Expo, also wir gehen an einen Ort und konfrontieren mit dem potenziell gefährlichen Objekt, beschlossen, wir gehen in ein Schwimmbad. Haben wir uns vorher überlegt. Ne? Dick, es musste auch nur ein dickleibiger Mensch sein. Haben wir in Halle also ein Schwimmbad ausgewählt, haben uns zwei Sonnenbrillen mitgenommen, uns auf zwei Liegen neben das Kiosk positioniert, weil wir dachten, hier kommen viele dickleibige Männer mit Brustbehaarung vorbei. Hatten natürlich noch zwei Zeitschriften und es war eine meiner lustigsten Doppelstunden, weil natürlich es dadurch gelang, diese Gefährdung durch, ne, also den gefährlicher Reiz Brusthaare aufzulösen, weil wir uns wirklich köstlich amüsiert hatten. Wir haben auch noch zwei Frauenzeitschriften gehabt, damit es nicht so auffällt, weil wir natürlich immer die Männer angestarrt haben, immer auf ihre Bäuche und ihre Haare. Und da gelang es mir, beziehungsweise der Patientin, diese Verbindung aufzulösen. Ja? Also, dass ein männliches Brusthaar nur noch ein männliches Brusthaar war und kein Zeichen mehr für Gefahr. Ja, dann Hypersexualität, also sehr exzessives Aufsuchen, Praktizieren von Sexualität, Risikosexualität, aggressives oder selbstgefährdendes Verhalten, sexuelle Funktionsstörungen und Angst vor Kontrollverlust. Ja, typischerweise nach sexuellem Gewalterleben, aber auch nach anderen Gewaltformen. Gerade im Kindesalter kann es zu unangemessenem sexualisierten Verhalten kommen, was gerade im Stress auftreten kann, ja, was in unserer Gesellschaft wenig toleriert wird, dass ein Kind im Kindergarten oder in der Grundschule plötzlich anfängt, sich selbst zu befriedigen, wenn es im Stress ist. Hier ist dann doch die therapeutische Intervention gefragt oder vielleicht die sexualpädagogische. Bin ich mir nach dem Vortrag gar nicht so sicher, ob die das nicht auch möglich machen würde. Ja, die sexuelle Orientierung, die persönliche Identität und die psychosexuelle Entwicklung wird extrem erschwert, wenn Selbsthass da ist, Ekel und Selbstverletzung. Wenn der Mensch denkt, Sex und Gewalt sind dasselbe. Ich habe Patienten, die können das Wort Sex nicht mal aussprechen. Der Wunsch, nie erwachsen zu werden, hemmt jede psychosexuelle Entwicklung. Es kann sein, dass die Geschlechtsmerkmale abgelehnt werden. Die eigene sexuelle Orientierung, die mit der Viktimisierung verbunden ist, kann abgelehnt werden und wir orientieren uns lieber anders. Ja, der Wunsch, dem eigenen Körper zu entkommen. Aber es kann auch eine Ablehnung des Geschlechts sein, durch welche die Traumatisierung erlebt wurde. Ja, das könnte sein, dass ich kein Mädchen mehr sein möchte, weil ich festgestellt habe, Mädchen sind ganz schön schwach. Und das hat nicht wirklich was mit Transidentität zu tun, sondern ist eine Flucht vor dem, was man als Bedrohung sieht. Was passiert, wenn wir mit diesen Menschen umgehen? Was kann passieren, wenn wir mit solchen Reizen kommen, wie was wir bei dem einen Vortrag gesehen haben, so ein Blättchen, wo Penis draufsteht? Natürlich ist Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung relativ konfrontativ und es gibt auch keinen Drumherum. Ja, also wir können nicht so ganz unauffällig
zu dem Thema kommen, sondern es ist ja ein sehr direktes Thema. Was kann passieren? Die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen können Belastung spüren. Ja, das ist eher der Regelfall. Gelegentlich kann es sein, dass sie das Bedürfnis haben, sich zu distanzieren, sich zurückzuziehen. Darauf sollten wir eingestellt sein und es besprechen. Es kann auch Traurigkeit und Weinen auslösen, auch Angst und vermeiden. Wenn wir jemanden sehr kranken haben, also der psychisch sehr, sehr beeinträchtigt ist, dann kommt der sogenannte Fight, Flight or Freeze-Mechanismus zutage. Das heißt, die fühlen sich wieder bedroht, wollen kämpfen, flüchten oder erstarren. Oder von wollen ist hier nicht die Rede, sondern müssen einem dieser drei Mechanismen folgen. Das heißt, sie werden entweder aggressiv, sie rennen raus oder sie erstarren. Und wenn es ganz schlecht läuft, dissoziieren die Menschen. Das ist kein gefährlicher Zustand, ja, also keine Panik. Und das passiert extrem selten. Ich habe gestern nochmal mit meinem Team zusammengesessen in Vorbereitung dieses Vortrags und habe gesagt, sag mal, wie oft ist denn das jetzt, wenn wir das letzte Jahr ankommen? Ne? Wie oft ist uns jetzt hier jemand umgefallen? Und wir sind also genau auf einmal gekommen, ja, sodass jemand wirklich in eine Dissoziation geglitten ist. Und Sie können sicher sein, in der Therapie sprechen wir ständig heikle Themen an. Also das ist wirklich ein Ausnahmefall, aber ein möglicher Ausnahmefall. Ja, dass Menschen erstarren, nicht ansprechbar sind, gar nichts machen. Ich hatte mal eine Patientin vor Jahren, die in meinem Wartezimmer dissoziiert ist und es fiel niemandem auf, weil sie eine ganze Weile da saß und sah halt einfach total normal aus. Und ich war nicht im Wartezimmer und meinen Kollegen ist es nicht aufgefallen. Aber dann habe ich sie schon entdeckt. Ja, das kann passieren oder ein sogenannter Flashback. Und ein schwerer Flashback kann so aussehen, dass der Mensch sich in dieser traumatisierenden Situation wieder befindet und tatsächlich auch diese Körperbewegung nachmacht. Extrem selten, aber möglich. Das heißt, dass wir sehen, wie eine junge Frau auf dem Boden liegt und die Bewegung macht, die zu einer Vergewaltigung gehören und immer schreit, nein, nein, mein Bauch oder sowas. Das ist aber was, was ihnen nicht urplötzlich begegnet, sondern das wissen die Menschen eigentlich, wenn sowas passieren kann. Und es wäre gut, am Anfang von Veranstaltungen zu sprechen, ob jemand von sich solche Reaktionen kennt oder welche Reaktionen sie von sich kennen und was ihnen dann helfen würde. Ein bisschen spät wäre es, erst in der Situation zu überlegen. Ja? Also die klassischen Skills wirken nicht bei jedem. Und wenn wir jetzt mit Menschen zu tun haben, die sehr klinikerfahren sind, wirken manche Sachen auch gar nicht mehr, ne? Weil die schon tausendmal an irgendwelchen Riechfläschchen gerochen haben, um sie wieder zurückzubringen oder in Paprika gebissen haben. Was sie bitte nicht machen, was in manchen Büchern steht, diese Brauselutschtabletten. Ne? Also wenn jemand schon halb weg ist, ist nicht schön, dem noch so eine Brausetablette in den Mund zu stecken. Das hilft nur, weil das so ein bisschen aktiviert, solange jemand halbwegs da ist. Ja? Wenn der halb dissoziiert ist, ja, und schon nicht mehr wahrnimmt und man steckt ihm noch eine Brausetablette in den Mund. Das ist wirklich nicht schön, aber es steht in vielen Büchern, machen Sie das bitte nicht. Tja, also was also tun? Sexualpädagogik trifft Traumapädagogik. Da haben wir gemerkt, auch in der Praxis, dass wir alle ein bisschen alt werden, ne? Dass das jetzt ja sexuelle Bildung heißt und traumasensible Begleitung und Beziehungsarbeit und nicht mehr hier die schnöden Themen, die meine Kollegen auch noch studiert haben. Aber finde ich auch schön, also wir haben uns dann damit beschäftigt und haben gesagt, aha, das ist ja eigentlich eine gute Idee. Was brauchen die Menschen, mit denen sie zu tun haben? Die brauchen Sicherheit. Also wichtig ist, dass wir versuchen, Sicherheit so weit wie es möglich ist herzustellen. Keine Katastrophen sich ereignen, das kann man nie ganz ausschließen, aber sie vor weiteren Verunsicherungen schützen. Und natürlich wäre ein plötzliches Weggeschlepptwerden und in sein Ursprungsland zurückgebracht werden, hat wenig mit Sicherheit zu tun. Wechsel, Veränderungen und damit einhergehende neuerliche Verluste sollten, wenn möglich, vermieden werden. Das ist auch nicht das, was unsere Geflüchteten, Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen so selbstverständlich erleben, sondern es gibt dort häufig Wechsel. Halt und Geborgenheit, Verlässlichkeit. Wir sollten keine Versprechungen machen, die wir nicht halten können. Ja, also schon Termin hin und her ist für traumatisierte Menschen schwierig. Ist nicht unmöglich, manchmal ist es halt so, aber es sollte vermieden werden. Das habe ich schon gesagt, Verlässlichkeit, ja, also gerade die Beispiele sind für Kinder, aber es gilt für Jugendliche und Erwachsene genauso. Gerade traumatisierte Menschen testen uns. Ja, stimmt das wirklich? Oder ist das wieder so eine? Ich habe eine schwerst traumatisierte Patientin, die ich schon Jahre habe und die dann immer nach einer Weile, wenn sie irgendwas
die hat so eine dissoziative Identitätsstörung, also verschiedene Persönlichkeiten. Und wenn da ein Wechsel war, sagt sie immer, haben Sie uns jetzt geschlagen? Und ich bin jedes Mal verdattert und sage, nein. Wieso sollte ich? Ah gut, sagte dann. Dann gut. Haben Sie uns jetzt geschlagen? Ich bin äußerst gespannt, wann es da alle Persönlichkeiten erreicht hat, dass ich keinen schlage, auf keinen Fall. Ja, also das ist wichtig, ja, Beziehungsarbeit, unsere Beziehung mit dem Klienten, mit demjenigen, mit dem Sie zu tun haben. Das ist ganz entscheidend, dass wir eine sichere Beziehung anbieten und das, was wir sagen, halbwegs verlässlich ist. Annehmen und Normalität. Behandeln Sie bitte diese Menschen nicht, als wären sie aus Zucker. Ja? Es ist nicht gut, letztlich auch eine Form der Entmachtung zu denken, die sind so schwach, ja? Mit denen kann ich nicht arbeiten, mit denen kann ich nicht reden, da muss ich ganz vorsichtig sein. Also in den Kindergärten in Halle hieß es eine Zeit lang, man darf nicht fragen, wo die herkommen. Und dann habe ich gedacht, die armen Kinder, ne, die werden jetzt nicht mal mehr gefragt, wo sie herkommen. Worüber sollen die denn erzählen? Also so viel Normalität wie möglich. Ja, und eher fragen, was ist denn schwierig oder was hast du nicht so gerne oder haben sie nicht so gerne? Und was kann man tun, um es ihnen leichter zu machen? Wie kann man die Situation leichter machen? Einfache Sache. Ne? Wo wollen sie denn sitzen? An der Tür, um flüchten zu können, gegenüber von der Tür, um die Tür sehen zu können. Ja, es gibt keine eindeutige Regel, aber es ist gut zu fragen. Weil die Gefahr kann von der Tür kommen. Wollen Sie hinter alle Türen gucken? Mache ich regelmäßig, ja. Tappeln wir die ganze Praxis durch, gucken überall, ob da irgendein Täter hockt oder eine Täterin. Da sitzt natürlich keiner und dann frage ich beim nächsten Mal wieder, sollen wir wieder überall gucken? Nee, sagen die meistens, jetzt ist, brauchen wir nicht nochmal gucken. Also, das Erlauben, Wut, Angst, Traurigkeit, Erlauben, ja, dass die Menschen willkommen sind mit all ihren Facetten, und dass es normal ist, wenn man durcheinander ist nach einer Traumatisierung. Möglichst viel Kontrollierbarkeit, dazu gehört diese Sache mit dem Sitzplatz. Auch kleinere Entscheidungen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, machen wir das so oder so. Ja, das ist den Erwachsenen oft zu mühsam, weil sie denken, ach, das entscheide ich jetzt und dann haben wir es. Nein, es wäre gut, gerade im pädagogischen Kontext, auch so Sachen wie, wir kaufen ein neues Sofa, welche Farbe soll das haben? Ja, oder Eltern, wie soll der Hund heißen? Stundenlange Abstimmung, wie der Hund jetzt heißen soll. Das ist wichtig, ja, diese kleinen Sachen, wo man Kontrolle gewinnen kann. Struktur ist total gut. Struktur gibt Sicherheit. Manche werden auch ganz ordentlich, um so eine äußere Struktur zu kriegen, die dann eine innere Struktur bringt. Also, dass die Tagesabläufe halbwegs vorhersehbar sind. Keine Überraschungen. Ja? Da sind immer die Erwachsenen total erstaunt. Haben sie so eine schöne Überraschung gemacht und das Kind heult. Ja, traumatisierte Menschen sind nicht immer für Überraschungen offen. Und manchmal ist auch eine schöne Überraschung total furchtbar, weil es nicht so ist, wie man gedacht hat. Also nicht, dass man keine traumatisierten Menschen überraschen darf, ja? Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass man immer mitdenken muss, ob das der Mensch auch vorbereitet ist. Nicht zu viel mit Schuldgefühlen alles durchgehen lassen. Gerade Eltern von traumatisierten Kindern und Jugendlichen lassen oft alles durchgehen, weil sie denken, ja, na, das arme Butzel, das hat schon so viel durch, ja, das stimmt irgendwie, aber deshalb ist es trotzdem gut, wenn der Tag auch Konsequenzen hat. Also wenn es Struktur gibt und man weiß, ne, wie es so abläuft, auch Tagesabläufe, dass die vorhersehbar sind. Ressourcen, ja, die Quellen, die wir alle haben, die man gerade in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen erwecken kann, positive Erinnerungen, Personen. Manchmal haben wir geflüchtete Menschen, die nie eine friedliche Phase in ihrem Leben erlebt haben. Wo es das wirklich nicht gibt, kein Vorher. Ja, sonst haben wir immer ein Vorher. Hier, aber auch hier lohnt es sich zu gucken, gibt es nicht irgendwas Positives, was demjenigen und derjenigen helfen kann. Bedeutung der Gemeinschaft ist elementar. Ja, dass die Kinder und Jugendlichen in die Schule gehen dürfen, dass sie in den Sportverein gehen dürfen, dass die Erwachsenen Teil einer Gemeinschaft sein dürfen, ist auch für nicht traumatisierte Menschen eine gute Sache, aber für traumatisierte Menschen extrem wichtig. Und wenn sie so krank sind, dass sie sich in Gruppen irgendwie ein bisschen aufführen, müssen wir halt gucken, wie wir das hinbekommen. Ja, wir überlegen immer gut so, in welchen Verein können wir den denn jetzt mal, reden wir vor mit dem Trainer, damit das klappen kann.
Bewegung, die Bedeutung von Bewegung ist auch elementar für traumatisierte Menschen. Die Kleinen, die Großen, Energieabbau, positives Körpergefühl, Angst- und Aggressionsabbau. Das hat auch was für die Beschulung, ist das wichtig. Ja? Wir können nicht von morgens bis abends still sitzen. Psychoedukation, zu verstehen, was los ist. Wir haben dafür in den Jahren Materialien entwickelt, die ab dem dritten Lebensjahr einsetzbar sind. Also für die Kleinen haben wir eine Geschichte von dem großen Schreck uns ausgedacht und für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen heißt er Schock, Ich und Schock, wo es auch für die Beratung und in der Pädagogik gut möglich ist, die Symptome zu erklären, was da passiert ist und mit dem Jugendlichen individuell zu schauen, was ist bei mir los. Funktioniert auch mit Übersetzer, haben wir also vielfach erprobt. Dann, wenn ein Jugendlicher, junger Erwachsener oder auch älterer Mensch sich vollkommen seltsam verhalten hat. Für die traumatisierten Menschen hat Herr Marc Schmidt aus Basel die Suche nach dem guten Grund etabliert, aus der Traumapädagogik. Zu überlegen, was hatte dieser Mensch für einen guten Grund, sich genau so zu verhalten? Was hat das mit seinen früheren Erfahrungen zu tun? Und wie kann ich reagieren, sodass ich eben nicht das bestätige, was er früher erlebt hat, ist für die Heimerziehung ganz entscheidend, ja, für all dieses Ausflippen an den Wochenenden, wenn es gerade so gemütlich war, ja, und plötzlich dreht er durch, alle sind ratlos, ja, weil es jetzt gefährlich wird, ja, jetzt fange ich an zu vertrauen, jetzt könnte es hier schön werden, aber wenn es hier schön wird, werde ich verletzlich, also muss ich alle auf Distanz bringen. Als Stichworte Normalität. Ja? Verhalten wir uns so normal wie möglich. Wir sollten die Menschen mit Respekt behandeln, auf Augenhöhe. Das ist ein Grundprinzip unserer Praxis. Jeder wird hier auf Augenhöhe behandelt, egal wie er aussieht, woher er kommt, was er ist, was er war, was er wird, wie viele Zähne er im Mund hat oder ob er vielleicht gelegentlich auch ein bisschen seltsam riecht. Das ist alles, ja, also auch Vernachlässigung der Körperhygiene könnte eine Traumafolge sein. Ich mache meinen Körper unattraktiv, damit ich nicht wieder viktimisiert werde. Humor, ganz wichtig, ja, damit macht man sich nicht über irgendwen lustig, sondern es bringt Leichtigkeit, denn Schwere haben die Menschen schon genug. Und Beziehung, ja, die Aufnahme von Beziehung, egal in welchem Kontext, ist entscheidend. Dazu habe ich Ihnen mein Lieblingszitat von Onno van der Hart, einem jahrzehntelangen Trauma-Experten, mitgebracht, der sagt, ich glaube, dass der Kern jeder Traumatisierung in extremer Einsamkeit besteht, im äußersten Verlassensein. Damit ist sie häufig, bei Gewalttraum immer, auch eine Traumatisierung der Beziehung und der Beziehungsfähigkeit. Eine liebevolle Beziehung, die in mancher Hinsicht einfach ist, wird unerlässlich sein, um überhaupt von einem Trauma genesen zu können. Und damit ist nicht eine Paarbeziehung oder eine Elternbeziehung allein gemeint, sondern damit sind auch die Beziehungen in der pädagogischen, in der psychologischen und in der therapeutischen Arbeit gemeint. Denn das ist die Chance, die wir haben und das ist die Chance, die wir den Menschen auch geben sollten. Vielen Dank. Danke erstmal. Elnas und ich haben 2016 bis 2017 in der mobilen Beratung für gewaltbetroffene, geflüchtete Frauen gearbeitet und waren in Berlin unterwegs in verschiedenen Unterkünften und überall und haben Frauen beraten, die gewaltbetroffen waren und haben dort in der Zeit
vieles beobachten können, vor allem rassistische Strukturen und Zugänge, die nicht für geflüchtete Frauen leider da waren und wir damit immer wieder auf Schwierigkeiten gestoßen sind. Und deswegen versuchen wir durch unseren Beitrag und durch unsere durch eine Sensibilisierung deutlich zu machen, was geändert werden muss und worauf man achten muss in der Arbeit. Ja, danke. Wir haben uns auch extra dagegen entschieden, an dem an diesem Podium zu referieren, weil wir nicht mit der deutschen Flagge in Verbindung gebracht werden wollen. Also generell mit gar keinen Flaggen in Verbindung gebracht werden wollen. Und leider war es nicht möglich, die Flagge abzuhängen, weil die angetackert ist an diesem Podium. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und referieren hier ohne Flaggen. Genau. Wir fangen erstmal an mit einigen Definitionen, damit ihr auch seht, aus was einer Perspektive wir auch sprechen und was, wenn wir bestimmte Begrifflichkeiten benutzen, was wir damit auch meinen. Auch vor allem mit Rassismus, weil auch Rassismus hat verschiedene Definitionen und damit ihr wisst, mit welcher wir arbeiten, unter anderem auch definieren wir ein paar Begrifflichkeiten. Dann gehen wir in die kolonialrassistischen Zuschreibungen, weil viele Bilder, die wir heute haben, auch über geflüchtete Frauen oder geflüchtete Menschen, stammen aus der Kolonialzeit auch noch und inwiefern zeigen wir uns dort. Dann durch diese Gewalterfahrung, Rassismuserfahrung, werden auch Traumatisierungen natürlich, entstehen Traumatisierungen. Das wird dann Elnas weiter erklären und wie auch der Lebensalltag geflüchteter Menschen in den, aussieht. Und um letztendlich dann dazu zu kommen, aus einer rassismuskritischen Perspektive, wie Trauma und auch Beratung stattfinden sollte, sensibilisiert. Genau, jetzt kommen wir zur Definition. Einmal Rassismusbegriff. Rassismus ist für uns eine gewaltvolle, ausbeuterische, weiße Macht- und Herrschaftsstrategie, welche den Zweck hat, die Menschen durch rassistische Ideologie in die eigene höherwertige und die anderen minderwertigen konstruierten Rassen aufzuspalten. Also man hat wir und andere konstruiert, damit man quasi eine Strategie hat, um Macht und Herrschaft, zu gelangen. Und das ist heute auch noch so. Dies geschieht anhand von biologistischen und kulturalistischen Konstruktionsprozessen und Zuschreibungen auf Kosten von anderen. Was die anderen sind, was Weiße sind, da komme ich auch noch gleich dazu, die erst durch Rassialisierungsprozesse geschaffen werden müssen, um somit die eigenen weißen Privilegien zu schaffen, legitimieren und auf Dauer zu sichern. Also man konstruiert das andere, das negative andere vor allem, um sich selber höherwertig zu machen und damit zu legitimieren, dass man Anspruch auf Macht und Herrschaft hat. Genau, das habe ich schon erklärt. Und anhand dieser konstruierten Rassen werden Privilegien und Deprivilegien legitimiert und zugeschrieben und Kolonialismus, Kriege und alles wird damit gerechtfertigt. Und rassistische Strukturen beschreibt, dass Rassismus im Alltag besteht, sowohl in Institutionen, in Behörden, im Bildungssystem, Polizei, Gerichte und Gesetzen. Und auch überall in unseren Bildern, auch wenn wir zum Beispiel sexuelle Bildung geben wollen und dann eigentlich müssten wir in unserem Punkt haben, okay, wir machen das immer mehrsprachig, wir benennen das nicht, ob das jetzt für Geflüchtete oder Nicht-Geflüchtete ist, für Migrantin oder Nicht-Migrantin ist, sondern das ist auch eine Form von Struktur, dass wir einfach intersektional, mehrsprachig das von vornherein anbieten und nicht clustern, und das ist jetzt für diese Personengruppe und das ist für diese Personengruppe. Weiße Menschen bedeutet, Weiße sind Personen, die von rassistischen Strukturen profitieren und unter anderem das Privileg genießen, sich nicht mit Rassismus beschäftigen zu müssen, während schwarze Menschen in Deutschland Weißliche tagtäglich damit konfrontiert werden und keine Wahl haben, sich damit auseinanderzusetzen oder nicht.
Und es ist eine politische Bezeichnung für Menschen, die von Rassismus profitieren und Privilegien genießen in einem rassistischen System, in dem wir auch leben. Genau, dann gibt es auch diesen Begriff POC, oder das bedeutet quasi People of Color, ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Das ist eine politische Selbstbezeichnung. Und durch das Konzept von People of Color und schwarzen Menschen setzt man erstmals voraus, dass Menschen, die nicht weiß sind, über einen gemeinsamen Erfahrungshorizont verfügen. Genau, dann auch, was verstehen wir unter sexualisierter Gewalt, weil unser Vortrag quasi auch spezifisch um den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Beratung darum geht. Für uns ist sexualisierte Gewalt, wenn ein Mensch an einem anderen Menschen gegen dessen Willen mit sexuellen Handlungen eigene Bedürfnisse befriedigt, und es ist immer auch eine Machtdemonstration, und dies geschieht dann ohne Einverständnis oder die Möglichkeit des Einverständnisses. Das heißt, dass Minderjährige oder geistig oder körperlich beeinträchtigte Menschen oder wenn man betrunken ist oder unter Drogeneinfluss und quasi keine Entscheidungsmöglichkeit hat, dass dann, wenn die Gewalt passiert, die sexualisierte Gewalt passiert, wenn es ohne Einverständnis war. Das gewalttätige Verhalten wird dann häufig bewusst oder unbewusst als Mittel zur Ausübung von Macht und Kontrolle eingesetzt. Also es geht nicht um Sex an sich, sondern es geht um Macht und Kontrolle. Und Sex wird damit instrumentalisiert. Und Gewalt gegen Frauen und Kinder findet weltweit statt. Und Frauen aus allen sozialen Schichten mit unterschiedlichen Einkommen und Bildungsstand und jeder Herkunft können Opfer von Gewalt werden. Und unsere intersektionale Perspektive, ich habe schon gehört, dass wir das also teilweise ja schon auch behandelt haben, das Thema, aber um es auch zu sagen, woher kommt dieser Begriff eigentlich? Er stammt von 1989 von Kimberly Crenshaw, eine schwarze Feministin und Juristin auch, und sie hat den Begriff das erste Mal eingeworfen, als sie einen Fall hat beobachtet hat, wie eine schwarze Frau bei General Motors geklagt hat, dass sie nicht eingestellt werden konnte, und hat gesagt, dass sie rassistisch und sexistisch behandelt worden ist, weil sie nicht genommen haben. Und das Gericht hat aber dann entschieden, dass diese Klage nicht angenommen wurde, weil sie gesagt haben, wir beschäftigen Frauen, aber es sind weiße Frauen gewesen, und wir beschäftigen schwarze Menschen, aber es waren schwarze Männer. Und das Gericht hat gesagt, dass es unfair wäre, dass sie die Klage zulassen, weil sie ja dann privilegiert wäre, weil sie ja dann von Sexismus und Rassismus betroffen wäre, und das könnten sie nicht machen. Deswegen wurde die Klage gar nicht zugelassen. Und aus der Perspektive kam quasi, dass man mehrfach diskriminiert sein kann, dass man mehrfach Zugehörigkeiten haben kann, dass es nicht darum geht, dass wir das alles aufeinander zusammenbauen und sagen, das ist dann doppelte Diskriminierung oder so, sondern es geht darum, es ist noch eine andere Gewalt, die man erlebt, die auch noch mit dazu kommt. Genau, und sie verwendete das Bild so einer Straßenkreuzung, und an der sich die Machtwege kreuzen. Wichtig ist, es wurde auch hier und da immer mal wieder kritisiert, aber es geht darum auch, dass diese Gewalt, die man lebt, ob es Rassismus, Sexismus, Ableismus oder passiert, dass das alles miteinander zusammenhängt. Also es sind nicht losgelöste voneinander Gewaltformen, die man erlebt, sondern wenn man sie gemeinsam erlebt, ist das auch eine neue Gewaltform, die dadurch dann auch entsteht. Genau. Ja. Erstmal so viel dazu. Und um zu gucken, okay, was bedeutet eigentlich Intersektionalität im Alltag? Eigentlich bedeutet es, wir müssen immer einen Privilegiencheck selbst machen. Was für Privilegien haben wir eigentlich? Welche Privilegien genießen wir und wo sind wir blind dadurch auch? Wie zum Beispiel
in der medizinischen Versorgung? Kann ich ohne Angst und Bedenken zum Arzt, zur Ärztin gehen? Habe ich Zugang zur medizinischen Versorgung und auch vollen Zugang zu jeglicher medizinischer Versorgung? Kann ich überall hinreisen, wo ich möchte, ohne Angst zu haben? Muss ich Angst haben, wenn ich in der Öffentlichkeit meine PartnerInnen küssen möchte? Kann ich kochen und essen, was ich will, was oft in Lagern, geflüchteten Lagern leider nicht der Fall ist? Kann ich ohne Probleme Freundinnen einladen, wann und wie ich möchte? Musste ich mich noch nie outen, weil hetero musste ich ja nicht outen. Musste ich noch nie erklären, warum ich welches Geschlecht begehre oder nicht begehre. Ich musste nie erklären, warum ich in welche Geschlechtszugehörigkeit ich habe oder nicht habe. Alle Behörden sprechen meine Sprache und ich kann selbstständig meine Anliegen in Behörden äußern, ohne abhängig zu sein von irgendeiner Sprachmittlung. Ich musste noch nie einen Antrag auf Arbeitserlaubnis stellen. Oder ich musste mir noch nie Gedanken darüber machen, ob und wie ich Zugang zu einem Gebäude habe. Das könnte jetzt noch unendlich so weitergehen. Da geht es einfach nur darum, genau, sich selber immer zu reflektieren, welche Privilegien genieße ich eigentlich. Und um diese Bilder auch im Kopf zu haben, okay, welche Privilegien genieße ich, um die auch nochmal deutlich zu machen, auch geschichtlich ein bisschen und wie sie bis heute noch da sind, komme ich zu kolonialrassistischen Zuschreibungen, weil die Kolonialmächte auch zur Legitimation von der Kolonisierung, ihrer Machtergreifung behauptet haben, dass zum Beispiel die Menschen, schwarze Menschen, die sie kolonisiert haben, aufgeklärt werden müssen, dass sie rückständig seien und so weiter und so fort und man müsste sie aufklären und deswegen geht man dorthin, bringt sie um, versklavt sie, behandelt sie unmenschlich, aber das ist legitim, weil sie wissen ja noch nicht so viel und wir, die Europäer, die müssen jetzt dorthin und das jetzt mal erstmal da aufräumen und erklären, wie das richtig geht. Und genau, auch dort wurde dieses Wir und andere überhaupt erst hergestellt quasi und genau, um Entmenschlichung, Ermordung auch zu verharmlosen und zu legitimieren letztendlich. Und diese gegensätzlichen Zuschreibungen mit wir und die anderen und was für Eigenschaften darunter stehen, diese Bilder haben wir heute noch, leider in Medien und überall und teilweise nicht nur in auch Medien. Und dadurch ist es auch in unseren Köpfen in der Beratung leider teilweise, dass die dann auch auftauchen kann. Genau, das sind jetzt ein paar Beispiele, wie zum Beispiel, dass die anderen als wild dargestellt werden, häufig oder auch wurden und werden, und die Weißen als zivilisiert. Schwarze POC als rückständig, wir Weiße als modern, konservativ, traditionell und die Weißen sind emanzipatorisch und feministisch. Schwarze POC sind ein Kollektiv, Weiße sind meistens ein Individuum. Das passiert auch ganz oft, als auch zum Beispiel Kölner Silvesternacht oder sowas, dass wenn weiße Täter da sind, dann ist das meistens ein Individuum und bei POC oder schwarzen TäterInnen ist das dann ein ganzes Land oder arabischsprachig und was es auch immer das bedeutet. Ungebildet, gebildet ist auch ein ganz typisches Bild, spirituell und Weiße sind säkular und wissenschaftlich. Exotisch und normal, das findet man auch leider heute noch sehr häufig, auch in Medien. Schwarze POC werden naturgebunden und Weiße sind kultiviert. Schwarze POC sind triebhaft, wollen immer Sex und Weiße sind rational und können das gut eindämmen. Schwarze POC sind arm, Weiße sind reich, schwarze POC sind schmutzig, Weiße werden sauber. Schwarze POC werden immer beobachtet und Weiße beobachten aber, sie sind immer in der aktiven Rolle. Hilflos und Helfende, das Bild haben wir auch ganz oft in Beratungen leider und in, genau wie wir mit Geflüchteten vor allem auch umgehen, marginalisiert und im Zentrum sein. Infantilisierung, also verkindlichen quasi von schwarzen POC und Weiße sind reif und erwachsen. Schwarze POC leben in der Vergangenheit, Weiße leben in der Zukunft. Schwarze POC sind primitiv, Weiße sind niveauvoll, dumm und intelligent.
Genau, ich habe jetzt, was auch interessant ist, gerade diese so Häuptling und Bürgermeisterin. Also wir nennen in bestimmten Ländern die Menschen Häuptlinge, warum auch immer, hier bei den Weißen heißen sie Bürgermeisterin, aber es ist auch so eine Verniedlichung. Also es hat alles mit Verniedlichung, Entmenschlichung auch irgendwo zu tun. Aggressiv und friedlich, ja, seht das auch. Kriminell und gesetzestreu. Bei schwarzen POC heißt es, sie hätten Stämme, bei den Weißen sind es eigentlich Bundesländer, es ist eigentlich nichts anderes. Und schwarze POC werden polygam und Weiße sind monogam. Und da ist es interessant, weil man jetzt ja auch sagt, ja, dieses queere Thema und wir müssen jetzt zum Beispiel jetzt Geflüchteten erstmal erklären, dass wir total offen sind für queer und das müssen die erstmal lernen, wir müssen das denen beibringen. Aber wenn man in die Kolonialzeit guckt, natürlich gab es auch, gibt es schon überall auf der Welt queere Menschen, schon die ganze Zeit, auch in afrikanischen Ländern. Und durch die Kolonisierung wurde das aber verboten und kriminalisiert. Und erst dadurch genau, wurde dieses Heteronormative auch nochmal stark in Fokus genommen. Ja, so viel erstmal zu mir. Ja, danke. Ich gehe ein bisschen auf das Thema Trauma ein. Und zwar Trauma durch Gewalterfahrungen. Die kann natürlich passieren im sogenannten Heimatland. Heimat in Anführungsstrichen gesetzt, weil wir den Begriff nicht so gut finden. Und aber leider ist uns kein anderer Begriff eingefallen. Trauma, Gewalterfahrungen, die Trauma hervorrufen, können in der Familie passieren, im Krieg, auf der Flucht, in den Flüchtlingsunterkünften und auch in Deutschland. Und erlebt werden diese Gewalterfahrungen, also das ist dann eine existenzielle Angst vor der Schädigung, vor Schädigung, körperlicher Schädigung oder Tod. Erniedrigung, massives Ohnmachtsgefühl, Kontrollverlust, willenlos, eigenes Handeln, es wird unmöglich, man fühlt sich hilflos, massiv aversive Gefühle wie Schmerz, Ekel und Scham, Unfassbarkeit darüber, was geschieht, sinnlos, Bruch der Illusion, dass die Welt ein sicherer Ort ist, das Vertrauen wird komplett zunichte gemacht. Dann die möglichen Symptome. Dann das Traumagedächtnis. Alles, jeder Sinneseindruck aus der traumatischen Situation ist sehr detailliert im Traumagedächtnis gespeichert. Also wir haben im Gehirn einen Bereich, der nennt sich Traumagedächtnis und da werden Traumata detailliert gespeichert. Leider passiert diese Speicherung, sie ist unbewusst, sie ist zersplittert, sie ist stark emotional, kann nicht reflektiert werden und man hat kein Zeitgefühl dazu, man hat keine Sprache, keine Worte dafür. Man hat auch Erinnerungslücken, also wenn man von Trauma erzählt, wenn man das denn überhaupt schafft, dann ist die Erzählung unchronologisch, man hat Flashbacks, man tritt weg, also man kann auch so epileptische Anfälle kriegen oder erstarren, sogenanntes Freezing. Man kriegt Schlafprobleme, man hat Albträume, Konzentrationsschwierigkeiten, hohe Vergesslichkeit, Lustlosigkeit, Passivität, man ist sehr reizbar und man wirkt wie so ein Roboter. Schreckhaft, Kopf- und Gliederschmerzen, Herzrasen, allgemeine Anspannung und man kann auch Panikattacken haben. Und jetzt zu den Lebensalltag geflüchteter Menschen in Deutschland. Diese Menschen sind immer auf das Überleben programmiert. Belastungen aufgrund von komplizierten Verfahren. Man muss halt zu tausend Behörden gehen, die Geschichte teilweise immer und immer wieder detailliert erzählen. Das ist auch super, um ein Trauma zu verarbeiten. Also man ist leider nicht ausreichend versorgt, man hat keine Selbstbestimmung, weil die ganze Zeit wird man von einem Ort zum nächsten geschickt. Man muss permanente Unruhe und Stress, man hat keine Privatsphäre, es gibt schutzlose Räume, es gibt keine Schutzräume, sondern genau schutzlos. Und die Perspektiven sind unsicher aufgrund von Aufenthalt, aufgrund von jeder erzählt irgendwie jedem immer einem was anderes. Genau, dadurch entwickelt man auch Angst und ein hohes Misstrauen.
Und zusätzlich zu dem Lebensalltag dieser Menschen kommen zusätzlich die Rassismuserfahrungen. Man hat eine hohe Verantwortung und existenzielle Entscheidungen, wenn man auf verschiedene Behörden geht und permanent die Geschichte erzählt. Es gibt häufig keine Schutzräume für Frauen und Kinder in Unterkünften. Man ist sehr stark abhängig von den Entscheidungen oder von den Sachen, die andere Menschen sagen, obwohl man sie auch ganz oft nicht versteht. Traumatische Erlebnisse müssen immer en Detail, immer und immer wieder erzählt werden. So auch so fremden Menschen, die irgendwie so andauernd fragen, sagen, wo kommst du her oder was hast du wirklich erlebt und wie genau und erzähl mal und bitte das sein lassen. Ja. Dann Rassismuskritik in der Traumabearbeitung. Pato und ich haben das auch in der Arbeit bei Lara sehr, sehr stark gemerkt und auch bei den anderen BeraterInnen, die weißen BeraterInnen, die gar nicht rassismussensibel mit den Frauen gearbeitet haben. Also Verhaltensweisen werden, man soll Verhaltensweisen nicht kulturalisieren. Also das heißt, eine Frau aus dem geflüchteten Kontext kommt zu uns und erzählt von ihrem Mann, der physisch gewaltvoll ist zu ihr, dann nicht sagen, ja, dein Mann kommt ja auch aus Afghanistan oder da in Afghanistan, da wird es halt so gehandhabt. Nein, wird es nicht, das ist falsch. Also Verhaltensweisen bitte nicht kulturalisieren und immer wieder die Machtstrukturen kritisieren. Sexualisierte Gewalt ist kein kulturelles Problem, egal was ihr gehört habt oder was ihr in Zukunft hören werdet, das ist kein kulturelles Problem, sondern das Problem ist immer das Patriarchat und die Machtstrukturen, die darin herrschen. Und man muss auch immer wieder mit sich selber arbeiten, also so, was für rassistisches Wissen habe ich, welche rassistischen Bilder habe ich internalisiert, diese müssen wir erkennen in uns und immer wieder hinterfragen und reflektieren. Und in der in dem Beratungssetting auch immer die Betrachtung ressourcenorientiert sehen. Also welche Ressourcen bringt die Frau mit? Wie kann ich sie empowern? Worin ist sie gut? Wie kann ich sie darin noch mehr bestärken, dass sie ihre eigenen Möglichkeiten und ihre eigenen Kräfte findet und ihren eigenen Weg geht? Also jeden Menschen als Individuum betrachten. Und mehr und mehr Schutzräume schaffen, Erfolgserlebnisse vermitteln und sie darin bestärken. Keine Infragestellung, es gibt kein richtig oder falsch, das, was die Menschen erzählen, das als wahr betrachten und damit arbeiten. Solidarität vermitteln, Wertschätzung und Anerkennung vermitteln, rassistische und sexistische Strukturen benennen und diese auch immer wieder anklagen. Tipps zum Umgang in der Beratungsarbeit, Infos und Termine müssen immer wiederholt werden, also schriftlich auch festgehalten werden und man muss viel Geduld haben, weil, wie wir vorher auch gesagt haben, Trauma ist zersplittert, man kann sich vieles nicht merken, man leidet unter Konzentrationsschwächen und Termine, Infos verschriftlichen, diese mitgeben und immer mehr und immer weiterhin Geduld haben in der Arbeit. Gefühl von Kontrolle und Wahlmöglichkeiten bieten, nicht zu sagen, so das und das musst du machen, sondern so, diese Möglichkeiten gibt es, diese Option gibt es, so und so kann man das Problem lösen, da und da können sie hingehen und immer so selber überlassen, was die Frau jetzt in unserem Kontext annehmen möchte. Sie entscheidet, was sie annehmen möchte. Und ressourcen- und bedarfsorientiert arbeiten und halt so Kreativangebote auch schaffen, Sportangebote, so was so einem anfällt, ermöglichen und anbieten. Dann kommen wir schon zum Ende hin. Fazit, nur durch Anerkennung, wertschätzender Umgang und Solidarisierung können Traumata mit Distanz betrachtet werden und auch langsam und langsam heilen. Mit den Frauen reden und nicht über sie reden, sondern immer mit ihnen reden und sie auch am besten selbst reden lassen und entscheiden lassen. Geflüchtete Frauen sind zusätzlich, wenn sie zusätzlich von Rassismus betroffen,
also ganz oft sind die Frauen zu uns gekommen und haben von ihrer sexualisierten Gewalt erzählt und zusätzlich haben sie von ihrem krassen Rassismus Erfahrungen erzählt. Und das ist auch gleichzeitig eine Gewaltform, die betrachtet werden muss, die angeklagt werden muss, die benannt werden muss. Rassismuserfahrungen immer ernst nehmen, Strukturen kritisieren und Frauen individuell beraten und betreuen. Ja. Genau, das war's schon. Jetzt die Quellen und... Dann erwarten Sie heute Vormittag noch einen Vortrag, nämlich von Frau Kayama. Frau Kayama ist hier bei uns vom LAMSA, dem Landesnetzwerk der Migrantinnenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Sie ist dort stellvertretende Geschäftsführerin und leitet das Projekt Demokratie und Vielfalt seit 2015. LAMSA vereint 105 Migrantinnenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Hören wir jetzt einen Vortrag zu Antworten aus Sicht der Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt zu sexueller Bildung und Prävention sexualisierter Gewalt im Kontext. Frau Kayama, herzlich willkommen, danke, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Dass ich LAMSA hier vorstellen darf. Ich würde diese vorherige Debatte hier nicht fortsetzen. Hauptsache kann die Kamera so entsprechend das Bild für die Dokumentation einstellen. Bei mir ist gar nichts deutsch. Ich komme von Landesnetzwerk Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt. Das ist eine Dachorganisation der Migrantenorganisation hier vor Ort in Sachsen-Anhalt. Wir haben in unseren unterschiedlichen Beratungs- und Community-Arbeit tagtäglich mit unterschiedlichen Begriffen wie häusliche Gewalt, Wahrung der Familienehre, Frühverheiratungen, immer wieder konfrontiert und bewegen uns sehr, sehr engem Gradmesser zwischen der kultursensiblen Beratungsarbeit und Opfer- und klientelzentrierte Beratungsarbeit. Ich möchte hier versuchen, unsere Arbeit vorzustellen, wie wir arbeiten und daraus natürlich Herausforderungen in unseren alltäglichen Arbeit hier ein bisschen vorstellen. Daraus möchte ich auch unsere Zielrichtung, wo geht die Reise hin, mit Ihnen hier anschauen wollen. Ich würde ganz zügig Folie durchgehen, damit hoffentlich auch zum Schluss für Sie Zeit übrig bleiben wird. Einverstanden? Also es ist sicherlich nicht minder wichtig, dass Sie erfahren, was LAMSA ist, wer wir sind. Und dann werde ich unsere gesamte Arbeitsfelder ganz schnell dann durchblitzen und komme ich dann zum Projekt Demokratie in Vielfalt und konkrete Herausforderungen, die Situationen hier darlegen und dann in die Zielrichtung bewegen wollen. Was ist LAMSA? Wer sind wir denn? Also das ist Landesnetzwerk Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt, ist 2008 als freiwilliger Zusammenschluss der Migrantenorganisation in Sachsen-Anhalt dann zusammengetreten. Wir vertreten politische, soziale und kulturelle Interessen der Menschen mit Migrationsgeschichte hier in Sachsen-Anhalt. Somit hat das Land Sachsen-Anhalt eine legitimierte Ansprechorganisation und Migrantinnen und Migranten ihre Fürsprecher sozusagen gegenüber der Landesregierung und allen migrationspolitisch relevanten Institutionen, aber auch gegenüber den weiteren Migrantenorganisationen auf der Bundesebene. Wir haben 2008 in Dessau-Roßlau
als freies Netzwerk gegründet und Vereinsgründung erfolgte erst im März 2014. Also als selbstständiger Dachverband gibt es uns nur kurz seit 5 Jahren. Mittlerweile haben wir, wir haben mit 40 Migrantenorganisation in Dessau begonnen, das ist Gründungsfoto, das ich immer wieder gerne zeige. Wir haben mit 40 Organisationen angefangen, mittlerweile haben wir 107 Migrantenorganisationen und einzelne Fördermitglieder. Wir haben mittlerweile 70 Nationen, 30 Sprachen und unterschiedliche Religionen in diesem multiethnischen, transkulturellen Netzwerk. Wir sind auch intergenerativ, unsere Mitglieder sind von 16 bis 80 Jahren und somit versuchen wir interkulturell, intergenerativ und transkulturell miteinander versuchen wir zurechtzukommen. Unser Verband ist als Vereinsform gegliedert durch Mitgliedorganisationen und ehrenamtliche Vorstand. Vorstand bestellt erste und zweite Geschäftsführerin. Und und wir haben mittlerweile 45 hauptamtliche Mitarbeitende in 4 Fachbereichen. Also derzeit haben wir 15 unterschiedliche Projekte, die neben diesen hauptamtlichen Mitarbeitenden durch 500 ehrenamtliche Mitstreiterinnen betreut werden. So sehen wir heute aus. Ja, wo sind wir denn unterwegs? Wir haben natürlich für die integrative Projekte, für Teilhabe der Migrantinnen und Migranten uns stark gemacht. Das ist unsere Kernarbeit, aber oft sehen wir in Integrationsarbeit eine ganz harte Unterscheidung zwischen harten und weichen Faktoren der Integration. Also man fängt natürlich mit Erstintegration, mit Spracherwerb an und dann wird in den Arbeitsmarkt integriert und oft hört dort öffentliche Förderung für die Migrantinnen und Migranten, für die Neuzugewanderten aus. Wir müssen aber weiterdenken. Soziale Teilhabe ist es ja eine Voraussetzung für das richtige Ankommen in einer neuen Gesellschaft und nicht nur eine Integration in das Wirtschaftssystem, sondern wir müssen den gesamten Lebensprozess mitdenken. Also ganzheitliche Integration ist unser Los und das ist natürlich lebenslanger Lernprozess. Also Integration von ersten Tag an bis zur Bahre. Wir haben selbstverständlich die politische Diskussion um Bestattungsrecht. Und dafür haben wir 4 Fachbereiche erstellt. Da gehe ich ganz schnell durch. Die interkulturelle Bildung und die Beratung eben von Erstintegration von Kleinkind an, Kitas und Schule und Netzwerk für Eltern mit Migrationsgeschichte und für muslimischen Familien haben wir extra Beratungsangebot. Dann Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration. Wir begleiten Migrantinnen und Migranten in duale Ausbildung. IQ-LAMSA ist nicht dieses Anerkennungsverfahren, sondern diese umfangreiche bestehende Angebote im Arbeitsmarkt in den Communities vorzustellen und Multiplikatorinnen dafür zu sensibilisieren. Denn dort ist tatsächlich Anlaufpunkte. Dort kommen die Neuzugewanderten ganz schnell an und fragen, wo soll ich morgen hin? Und diese Verweiskompetenz soll es in den Communities auch verankert werden. Und wenn die Menschen von gesamten Raster entfallen, oft haben sie kein Papier mit, können sie ihre Qualifizierung nicht nachweisen. Und diese Menschen wollen wir auch ehrenamtlich begleiten. Dafür haben wir Mentoring-Modelle entwickelt.
Und dann Demokratie und Teilhabe, wo harte Faktoren aufgehört haben, fängt weiche Skills an und dort gehen wir für die tatsächliche und gleichberechtigte Teilhabe der Migrantinnen und Migranten. Hier haben wir Demokratieprojekte, Demokratie in Vielfalt, Entknoten, Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus und Diskriminierung und unterschiedliche Qualifizierungsprojekte hier verankert. Und bis hin zur Ehrenamt und Gemeinwohl, wo sich die Neuzugewanderten in ihren neuen Umgebung sozial teilhaben können. Hier sind Sprachmittlungen für mit 350 ehrenamtlichen Sprachmittlern und Hotline hier. Netzwerk ist eine Kommunikationsstelle für alle Migrantinnenorganisationen hier in Sachsen-Anhalt. Welcome to my library. Damit bauen wir Partnerschaften mit Bildungsinstitutionen an und nicht zuletzt Dachorganisation der Migrantenorganisation in Ostdeutschland, DAM-Ost, also von 5 Bundesländern. Die Landesverbände sind bei uns verankert. Ja, und ich komme jetzt zum Demokratieprojekt Demokratie in Vielfalt zurück. Also, Sie haben gesehen, wie multiethnisch, multikulturell dieses große Netzwerk zusammengesetzt ist. Und das ist natürlich Diversität ohne Ende, von Japan bis Burkina Faso in einem Netzwerk zu bilden, ist natürlich eine sehr große Chance für Diversitätsarbeit, birgt aber gleichzeitig ein ganz großes Konfliktpotenzial. Wenn man einen Burkina Fasoter fragt, was bedeutet für dich Demokratie? Und gleiche Frage an eine Japanerin, dann fallen ganz unterschiedliche Antworten aus. Und das zu einem einigermaßen verträglichen Konsens zu bringen, versuchen wir in die Community reinzugehen, mit den Multiplikatorinnen zu sprechen. Also Klinker putzen, was ist euer Problem, wo steht eure Herausforderungen und wie werdet ihr mit gegebenen Situationen, gesellschaftlichen Situationen konfrontiert? Wir haben, also seit 2015 machen wir diese Beratungs- und Bildungsarbeit und jährlich haben wir etwa durchschnittlich 80 Beratungen mit 600 Beratungsteilnehmenden. Mit Veranstaltungen gemeinsam erreichen wir somit jährlich über 1000 Teilnehmenden allein durch dieses Projekt. Wir gehen ja etwa 40, 50 Migrantenorganisationen jährlich durch und machen Dialoge, bringen diese Leute mit Politikerinnen zusammen und aktuelle Themen sprechen wir durch und gleichzeitig auch politische Bildung. Denn dieses grundsätzliche Verständnis, Demokratie in Vielfalt zu lernen und leben, das ist eine Grundvoraussetzung für ein friedliches Miteinander und auch an heutigen Themen, wo wir tatsächlich darüber reden, ansprechen können. Denn das ist oft nicht selbstverständlich. Wir werden im Rahmen dieser Beratungen tagtäglich mit unterschiedlichen Konfliktsituationen konfrontiert, häusliche Gewalt, Frühverheiratung, patriarchalische Verhältnisse in den Familien, aber auch in Communities. Das sind sehr, sehr komplexe Situationen, wo wir immer wieder ganz individuell anschauen müssen, wo ist wirkliches Problem und wie kann dieses individuelles Programm, also Problem in ihrem systemischen Kontext dann gelöst werden. Es gibt nicht nur Problemdarlegung in sexualisierter Gewalt, sondern ganz im Gegenteil, viele unserer Mitglieder sind ja teilweise über 30 Jahre schon hier in Deutschland ansässig
Sie haben, zeigen immer wieder ganz große Verständnis. Wir müssen an diesem Thema rangehen. Und trotzdem stehen oft diese Multiplikatorinnen von Communities in Abhängigkeitsverhältnis von Vorständen, von eigenen Mitgliedern, von eigenen Mitstreiterinnen. Zum Beispiel LGBTQ-Problematik, ganz, ganz wichtig, neu zugewanderten die erste Orientierung zu geben und im Community diese Thema zu verankern. Versuchen wir immer wieder in Vorstandsberatung zu gehen, in Mitgliedsorganisationen reinzugehen, Themen zu platzieren. Ja, da gibt es kaum Gegenstimmen. Aber was hilft uns denn, wenn diese Multiplikatorinnen in der nächsten Vorstandswahl abgewählt werden und wir verlieren diese Menschen als feste Ansprechpartnerinnen? Also wir müssen Community so mitnehmen, grundsätzliche Konsens herzuleiten und auf gemeinsamen Leitfaden gemeinsame Strategie zu entwickeln. Wir müssen nicht nur einzelne Opfer und Beratungsnehmerinnen schützen, sondern auch unsere Multiplikatorinnen in Community. Denn ohne die Unterstützung von Community kommen wir nicht zu unserem Ziel. Daher ist es unsere Aufgabe, Schutzräume sowohl für die Betroffenen als auch für Multiplikatorinnen und Community zu schaffen. Das Thema enttabuisieren, direkt ansprechen, ja, wir müssen Familie und Community auch mitnehmen. Und Vielfalt müssen wir als Grundsatz nicht nur in Landesnetzwerken, nicht nur in Bundesdachorganisationen, sondern in der gesamten Gesellschaft als gemeinsamer Grundsatz durchzusetzen. Diversität soll nicht in Frage gestellt werden. Das ist die Grundvoraussetzung, womit wir miteinander arbeiten und leben können. Und Menschen, Beratungsnehmenden als Teil des Systems zu betrachten. Selbstverständlich ist jeder Einzelfall individuell, aber dieser individuelle Fall wird im Kontext von ihrem sozialen Umfeld betrachtet. Wir haben in diesem Zusammenhang im Landesnetzwerk gemeinsam Leitbild entwickelt. Die kamen von einzelnen Communities, was ja in der gesamten Mitgliedversammlung einstimmig dann beschlossen wurde. Und das gilt auch für hauptamtliche Mitarbeitenden in Lamsar. Und das ist für uns alle Handlungsleitfaden. Wir fordern immer wieder auf, Teilhabe ist Voraussetzung für das Einklinken in diese Debatte, wenn die einzelnen Menschen mit Migrationsgeschichte die gleichberechtigte Teilhabe ohne rassistisch begründete Vorurteile und Vorbehalte in die Diskurse nicht einklinken können, dann haben wir die Chance verpasst. Und Sensibilisierung in unterschiedlichen, im gesamten Kontext. Kurzum, alle sind im Boot. Wir sitzen in Halle als Geschäftsstelle. Ich bin auch in Dessau erreichbar. Und soweit von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte einen ganz kleinen Moment noch vor der Pause, bitte nicht gleich aufspringen, weil es uns auch als VeranstalterInnen durchaus ein bisschen unangenehm ist, dass jetzt gerade die Frage der Flagge auf unsere Referentin ausgelagert wird. Wir hätten uns am Anfang selber auch dazu verhalten können. Wir haben das auch durchaus kritisch diskutiert. Wir haben gesagt, wir wollen in Institutionen und mit Institutionen arbeiten, deshalb auch ein positiver Bezug zu einer Flagge. Gleichzeitig sind uns durchaus die Kritiken sehr bewusst, nämlich
auch eine Bundesrepublik Deutschland, wie vorher auch die Deutsche Demokratische Republik, gehen sehr stark auf kaiserzeitlich-kolonialistische Hintergründe zurück. Wenn wir heute uns das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht angucken, ist das massiv rassistisch geprägt. Insofern durchaus ein widersprüchliches, was in dieser Flagge letztendlich drinsteht und wo wir die unterschiedlichen Perspektiven auf den unterschiedlichen Feldern zu arbeiten, tatsächlich auch so annehmen wollen und auch so schätzen wollen und tatsächlich es auch tatsächlich sehr schätzen, dass sich Frau Farabaksch, Frau Tawanga, Frau Kayama kurz dazu verhalten haben, aber es wäre tatsächlich an uns gewesen, was konkret zu machen und nicht auf die Referentin auszulagen. Also das vielleicht als kurze Erklärung. Wenn dazu Fragen sind, kommen Sie gerne in der Pause noch auf mich zu. Und jetzt wünsche ich noch gute Pause, Kaffee.